Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Mein Name lautet Elias und heute packen wir super tolle Fan-Pakete aus. Was ich nur leider vergessen habe, ist, dass meine Fans mich hassen. Ach so? Das ist mir leider erst eingefallen, nachdem die ganzen Pakete angekommen sind. Und heute... Oh nein, das sind bestimmt nur Katzenbilder drin. In den ganzen Paketen sind bestimmt nur Katzenbilder drin. Könnt ihr mir zuschauen, wie ich vor lauter Angst und Verzweiflung krepieren werde. Vielleicht sind von den ganzen Paketen ja doch ein paar richtige Fan-Pakete dabei, wisst ihr? So, diese zwei Außenseiter, die mich dann ausnahmsweise doch mögen, haben wahrscheinlich ein weißes Hemd, eine runde Brille. So, wisst ihr, was ich meine? Also, haben ja, gesagt, sehr gut. Dass ich echt aufpassen muss, ja. Weil mir bestimmt jemand Kacke oder... Hast du Angst oder so? Aha. Kennst doch deine Zuschauer. ...sonstige ekelhafte Sachen zuschicken wird und ja, das ist mir klar. Ja gut, dann würde man aber das Paket riechen, oder? Oder? Ich habe noch nie so ein Paket mit Kacke bekommen, aber... Möglich ist es. Also ich gehe sowieso davon aus, dass ich heute mindestens ein Paket mit Scheiß aufmachen werde. Und das hier neben mir, das riecht schon sehr verdächtig. Wenn er schon davon ausgeht. Wenn ihr schon solche Privatnachrichten schickt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich heute in einer Briefbombe sterben werde. Und wer will es vielleicht? Nee, dann wäre das Video nicht online. Na doch, seine Mutter. Vielleicht ist auch ein abgehackter Fuß drin. Man weiß ja nicht, was der alles zugeschickt bekommt. Genau aus diesem Grund habe ich mir einen Sicherheitsdetektor geholt. Dieses Ding war zwar mega teuer, aber wenn ich hierdurch heute nicht... Das sieht aus wie ein Plastikding aus Teddy. Ja, Superscanner. Aus Didi. Wenn eine Briefbombe sterben muss, ist es das wert. Einmal Hände hoch, ich muss sie untersuchen. Stimmt, du hast ja gar keine Hände. Das ist ein Paket. Und damit ich auch alle Kackpakete rausfiltern kann, werde ich zusätzlich noch den Riechtest machen. Anscheinend soll eine nasse Nase den Geruchssinn verstärken. So, jetzt wird Kacke aufgespürt. Hier ist nichts drin. Eine nasse Nase verstärkt den... Wo finde ich Wasser? Meine Aufgabe ist es jetzt, zwei Haufen zu machen. Einmal einen Haufen mit alle ekelhaften Pakete, sowas wie Kacke, verfaultes Essen, Körperteile, erbrochenes Katzenklo oder... Also ist wahrscheinlich doch ein Fuß dabei. Mann, da muss er aber sehr hohe Erwartungen haben, was der alles zu seinen Dingern Paketen haben könnte. Oh oh. Aber was auch immer ekelhaft riecht. Und dann einmal einen Haufen mit Bomben. Einer hat mich auch auf Instagram gefragt, ob er mir eine Briefbombe schicken darf. Und wenn hier jetzt irgendwo eine Briefbombe dabei ist, bist du am Arsch. Ich finde, das geht okay, klar. Okay, die explodiert, das geht klar. Ja, das sagt Monte natürlich, ist ja klar. Wenn irgendwo eine Briefbombe dabei ist, dann wird er es doch sowieso nicht mehr merken. Ich meine, die knallt und wenn sie knallt, explodiert und dann wird er durchs Sterben sowieso ums Leben kommen. Okay, wieso ist das in einer blauen Tüte eingepackt? Das gefällt mir nicht. Warum ist das in einem Müllsack? Okay, da haben wir schon unser erstes. Da hat aber einen großen Haufen hier. Alter, wenn da wirklich ein Haufen drin ist, Alter, der hat aber mächtigen Schiss in Anus. Kackpaket. Oder oh, jemand, der mir gesagt hat, dass er mir ein Körperteil schicken will. Oder zig Leute, die gesagt haben, dass sie sich selber schicken wollen. Das ist auch mal eine coole Idee. Ist da jetzt jemand drin? Nee, stimmt, ist ja viel zu klein für eine Person. Nicht? Aber da kann ein Zwerg drin sein. Ja. Ich hasse Zwerge. Okay, da also... Schütte ich dann auch immer so das voll. Keine Bombe ist, ja. Dann weiß ich auch nicht mehr. Also, hieran brauche ich schon gar nicht mehr zu riechen. Wenn ein Paket wie ein Geschenk eingepackt wurde, ist da Scheiße drin. Vielleicht sind sie auch nur Klamotten, wie man als Kind zu Weihnachten bekommen hat oder zum Geburtstag. Mich darüber lustig gemacht habe und jetzt Fanpakete öffne. Ist da etwa unsere erste Bombe drin? Der freut sich über die erste Bombe oder was? Willst du mich verarschen? Wer freut sich nicht über die erste Bombe, Alter? Das muss gefeiert werden! Er macht wirklich Party, weil eine Bombe drin ist. Kriege ich auch eine? Da ist eine Bombe drin und da hau ich erstmal drauf wie so eine wilde Durchguck-Oma, Alter. Oh, Papa, lass mich einscheißen. Wir haben jetzt alle Kackpakete und Bomben sortiert. Die machen wir mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen am Schluss. Na gut, das eine war ein DHL-Paket. Das kann nur Kacke sein, das stimmt. Auf und fangen jetzt erstmal mit den harmlosen Paketen an. Okay, dieses Paket gefällt mir schon nicht. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gefällt es mir nicht. Meine Mutter wollte mir kein echtes Messer geben, deswegen hat sie mir dieses Kindermesser gegeben. Da hast du einen Käfer Kindermesser. Ey, cool, ich will das Messer. Cool. Alles klar. Das ist, Der hat wirklich mit einem Buttermesser das Paket aufgekriegt. Junge, wie scharf sind seine Buttermesser? Was ist das? Wir haben hier erstmal eine sehr schöne Zeichnung. Ich weiß auch nicht, warum das hier gerade grün ist und mein Tisch ist gerade grün deswegen. Lieber Nitino, ich möchte dir hiermit nur einmal sagen, wie glücklich ich darüber bin, dass du geboren hast. Jedenfalls, vielen lieben Dank für diese schöne, wunderschöne Karte. Bitte, und die Karte ist grün. Mein Tisch ist geboren auch grün. Hast? Ich bin gespannt, was sie...
Na, jetzt will ich es auch wissen. Deswegen ist die Karte grün. Ich dachte... Ah, das ist da Vogelkacke drin? Ich dachte, das wären Steine. Ich dachte, das wären grün angemalte Steine. Das sind Mandarinen. Das ist verschimmelt. Okay, hier... Oh, Bolo-Bande. Ja, da ist verschimmelt. Oh, oh, das ist... Ey, wenn da noch Würmer und Käfer und Adler drin wären, das wäre krass. Man versucht, mit Mandarinen... die Ohren-Augen-Katze zu machen, das hätte sehr schön funktionieren können. Das hätte? Wenn diese Mandarinen nicht verschimmelt wären. Na wieso? Vielleicht wollte die Person ja, dass diese Katze grün wird. Man weiß es ja nicht. Da muss es ja so sein. Dankeschön für das erste Paket. Ich darf, bitte! Ja. Nichts Ekelhaftes, keine Lebensmittel. Ich hab das nie wieder Lebensmittel. Ich hab das Paket erst penetriert mit dem Buttermesser. Wenn du jetzt wirklich denkst. Der hat gleich ins Papier geschnitten, Alter. Was ist das? Soll das hier Dings-Code das sein? Nicht dieses. Ja. Gab's da nicht so ein Lied? 1100101? Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die das gemacht hat. Das Modul, glaube ich, oder so? Nochmal. Wir haben einmal einen Kuchen. Tatsächlich riecht das noch gut. Na ja, ich beiß erstmal einfach ab. Da liegt schon. Er hat ein Paket mit verkammelten Obst gekriegt und beißt erstmal einen Kuchen, weil er noch gut riecht. Verkammeltes Obst muss ja auch nicht unbedingt stinken, also kannst du auch reinbeißen. Oh. Vielleicht sollte ich keine Lebensmittel essen von meinen Zuschauern. Die Zahl nachgewiesener Corona-Infektionen in Deutschland hat einen neuen Höchstwert erreicht. Einmal. Corona-Kuchen, Alter. Ja, das ist gut. Corona-Kuchen gibt jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sind Hai und sie sehen ziemlich cool aus. Ja. Eine Celebration. Sieht aus wie Gummibären. Box mit einer Fernbedienung. Und hey, so eine Fernbedienung habe ich auch. Ein Klebestift. Vielen. Das riecht. Wer riecht wie ein Klebestift riechen sollte. Und Toilettenpapier. Also ich muss schon. Ey, ich muss das schon ist Gold wert. Da hat er aber einen guten Fang immer. Das ist Gold wert. Das ist ziemlich cool. Das ist schon cool. Wer verschickt denn Toilettenpapier, Alter? Oh. Nächstes Paket. Zerbrechlich. Hey, da sind ja meine Gefühle drin. Wie mache ich das denn jetzt? Oh, oh mein Gott, was ist mit da? Hey, ich glaube, hier ist sogar was Cooles drin. Ey, Gummibärchen, drin. Cool. Die sind wirklich cool. Geil. Und frisst es so. Ist ja mega cool. Ey, cool. Danke. Und das muss jetzt immer ein Video irgendwo stehen. Immer. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, diese Katzensocken. Ich glaube, ich entferne die am liebsten mal, weil die ist schon ein bisschen ekelhaft. Socken am Start, okay, Alter. Ich finde das sehr interessant, wie er versucht hat, das HelloFresh-Logo zu zensieren. Also einmal ja, darüber geklickt. Beste Zensur ever, Alter. Besser hätte man nicht zensieren können. So zensiere ich auch immer meine Videos. Ich klebe einfach Klebeband über den Monitor. Gemerkt, dass es nicht funktioniert. Und dann hat er Tape drüber geklebt, welches durchsichtig das ist. So Alter. Zuerst mal einen Brief. Vorerst dieser Brief darf in einem Video vorgelesen werden. Hallo Nitenau, ich bin Sacklick. Sacklick? Salxin? Wir haben hier. Ist das ein Pfannenwender? Das ist aber ein seltsamer Pfannenwender, Alter. Wie bist du mit dem Ding? Mach mit beim großen Vita-Cola-Gewinn. Oh, cool, Werbung. Aktionsflasche kaufen, Code eingeben und mit etwas Glück einen Mini Cooper Countryman gewinnen. Und täglich weitere tolle Preise. Eine coole Kappe. Dankeschön. Mhm. Das ist ein Luftballon, ein Dinosaurier-Luftballon. Ziemlich cool. Ja, wer was für Frosch. Voll dumm und zerstichten dann noch. Du hast doch nicht mal richtig gezeigt. Und machen schon tot, Alter. Scheiße, was auch immer das sein soll. Was ist das? Soll das irgendwie so ein Prank sein? So Schleim, dass man das irgendwie an die Scheibe klebt? Und dann... Und dann? Auf dem Kuchen! Geprankt Cookie Cream. Auf dem Corona-Kuchen. Und wir haben ein Paket im Paket, im Paket, im Paket. Ich hasse dich. Ja, ich hasse das auch, wenn du von Amazon ein Paket kriegst und in dem Paket noch ein Paket ist. Und in diesem Paket ist dann das Produkt drin, was in einem Paket ist. Packst du das aus, ist das Produkt noch beim Plastik eingepackt. Warum? Ein Stern, Weihnachtsbaumstern. Kann ich tatsächlich sogar gebrauchen. Und dann im Kuchen, alles in Kuchen rein. Mach alles in Kuchen rein. Der Kuchen ist zum Stechen da. Die alles rein. Alles drauf. Vielen Dank dafür. Vollpfostenpilz. Er frisst halt einfach. Es kann sonst was sein. Ich fress es einfach. Der frisst. Das hat 55 Cent gekostet. Mehr bin ich dir also nicht wert. Jetzt sind ja die Socken über die Socken. Die neuen Socken über die alten Socken. Wer kennt's nicht, Alter? Brauchst du neue Socken? Ja klar. Schmeiß die alten in die Waschmaschine. Nö, warum? Ich zieh einfach die neuen drüber. Ziemlich heiß, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Schaut euch mal, wie cool das ist. Vielen Dank an demjenigen, der mir die Socken geschenkt hat. Das war traurigerweise bis jetzt das Beste von allem. Was ist mit den Kuchen? Bei Paketen, die nicht von Amazon sind, habe ich... Hallo? Nicht jeder hat einen Corona-Kuchen am Start. Ey, das ist ja wohl das Beste, oder? Mein Leben.
Oder das Produkt 5 Millionen mal kleiner als Paket. Oh ja, das hasse ich auch, Alter. Ich hatte ja auch schon so ein Riesenpaket hier. So ein Riesenpaket. So eine kleine Speicherkarte drin. Also so ein Plastikding-Speicherkarte. Das war ja bloß hier. So. Das war so ein Riesenpaket. Alles klar, das nächste Paket. Hier sind ziemlich süße Häschen drauf. Mein Hintergrund ist da. Es klingelt an der Tür, mein Hintergrund ist da. Ist ja nicht zum Beispiel Postbote, der es liefert. Nein, es kommt alleine. Wenn wir zu dunkel sind, wir haben schon irgendwie 12 Uhr oder so, das Baby von meinem Nachbarn ist die ganze Zeit am Schreien, aber wenn das eh schreit, dann können die ja eh schon nicht schlafen. Deswegen habe ich mir einen Hintergrund geholt von einem Strand. Klingt ein Leuchten. Cool. Sehr interessanter Strand, sehr interessanter Strand. So sieht mein Strand auch aus. Das ist kein Strand. Du hast ja nicht mal im richtigen Format geschickt. Was soll ich bitte mit einem riesen Huhn? Das sieht geil aus. Das sieht aber geil aus. Kannst dich nicht beschweren. So ein Huhn, der einen Monitor reinpickt. Geil. Scheiße, ist das hässlich. Ich würde nachts ankriegen. Ich würde nachts ankriegen. Hasenpaket von der lieben Enya. Oh, cool. Boah, jetzt ja, friss es halt auf. Erst frisst er den Kuchen einfach so, dann irgendwelche Tabletten, die da rumschwirren und jetzt frisst er auch noch das Paket, Alter. Ja, wer kennt's nicht, Pakete fressen. Weißt du, was du machen kannst? So, frisst wie ich gleich einmal die Bombe mit, wenn sie eine, drin ist. Oh. Eine Schlange? Das? Das sieht aus wie ein Schweinedackel, Alter. Ja. Eine Schlange. So, dann haben wir auch wieder Socken. Zum Inhalieren! Ich hab lange keine Socken mehr inhaliert! Oh nein! Hä, das sind doch frische Socken! Wasser? Hier haben wir noch ein. Hä, macht das Sinn mit frischen Socken? Man muss doch 5 Tage alt die Tragende nehmen! Ein Bild von der lieben Enya. Wir haben Süßigkeiten auch, nice! Da stinkt ja die Süßigkeiten auf, Alter! Würde mich interessieren, wie diese Keksduftkerzen riechen. Oh nein. Warum macht er da alle beide? Ich frag mich halt immer noch was. Der Kuchen brennt einfach. Das hier sein soll. Also ich dachte erst, das wäre so ein Spiel, wo man dann mit dem Kreis die Stange nicht berühren darf. Aber wenn ich mir das genauer anschaue, dann sieht es auch ein bisschen aus wie ein Brandstempel. Oh oh. Die Mutter meint, das ist eine Kartoffelstampfe. Du, meine kleine Mandarine, wirst jetzt gebrannt. Oh nein, bitte nicht. Ah, ist der dumm. Jetzt frisst er den. Das kann nicht sein. Das ist nicht mehr normal, was hier passiert, Alter. Das ist so unnormal, Alter. Schmeckt ein bisschen verbrannt. Nächstes Paket. Wir haben hier ein Päckchen von der lieben Auja Bär. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Zuerst ein Brief. Sehr schöne Zeichnung. Dankeschön. Och, Mann. Das ist toll. Ich glaube, ich schicke dir mal ein Paket mit. So ein Briefpaket mit lauter Messer drin. Ob das dann immer noch Spaß macht, das so aufzuruppen? Dann haben wir nochmal hier die andere Hälfte. Aber der geht nicht auf. Oh das Mann. Paket geht nicht auf. Wieso brennt? Jetzt geht es auf. Das erst frisst alles, jetzt brennt alles an. Oh Gott. War mal ein Hund, glaube ich. Danke, LPS Altara, für die schönen Geschenke. Hat zum Glück war es kein echter Hund. Wir haben hier eine Mandarine? Geil! Die sah aber nicht mehr gerade so geil aus. Die hätte ich jetzt nicht gefressen. Wieso ist diese Mandarine nicht verschimmelt? Wieso sieht diese Mandarine perfekt aus und die vom Anfang ist komplett verschimmelt? Warum? Warum ist diese Mandarine gut und die komplett ver... Warum ist diese Mandarine gut und diese Mandarine... Wieso ist diese Mandarine gut und diese komplett verschimmelt? Du hast mir eine... Oh, jetzt hat er das Ohr abgerissen. Och, nö, das ist doch größtes Kappeseller, Mann. Du hast mir eine verschimmelte Mandarine geschickt. Nächstes Paket. Oh, oh. Dieses Paket ist aber groß. Da bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Oh, Mann, aber... Oh, nein, oh, 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 mit Gott. Alter, wenn da jetzt was Spitzes drin gewesen wäre, Alter. So, am besten so ein Morgenstern. Eine Riesenmandarine. Dieser Mann hat zwei... Willst du mir jetzt erzählen, dieses große Paket für die Mandarine? Ja, man kennt es. 20 Euro ausgegeben, mir 3 Mandarinen in 3 separate Pakete zu schicken. Oh, voll dumm. Die ganz kalte Portal. Was soll ich hiermit? Okay, nächstes Paket. Hoffentlich kommt jetzt was Besseres als Mandarinen. Dieses Paket ist schwer. Das fühlt sich an, als ob da Gold drin wäre. Ach, das machen wir vorsichtig. Ah, und da ist auch schon eine verschimmelte dabei, Alter. Ja, das ist geil.
Ganz schön mandarinhaltig das Video heute. Das ist nicht mehr normal. Hier kommt eine Mandarinarmee, Alter. Was soll ich mit so einem Wurzeln? Oh, oh, jetzt ist der... Das kriegt er jetzt erst mit, oh nein. Das ist eine verschimmelte. Ab in die Obstecke, ab in die Obstecke, ab in die Obstecke. Er hat eine ganz interessante Obstecke, du. Ein Ei? Hey, da ist ja ein Ei bei. Tut mir leid, aber ich werde dieses Ei nicht essen. Was passiert, wenn ich dieses Ei mit diesem 5 Kilogramm Hammer zerschlage? Der Tisch geht kaputt, würde ich sagen. Ich hab's doch gesagt. Das ist so dumm, aber geil. Oh Mama, ich scheiß mir ein. Oh, der ganze Stuhl ist voll gespritzt, Alter. Was denn? Was hast du erwartet, dass der Tisch in die Luft springt und sich freut? Ist kaputt gegangen. Ach, okay, Wahnsinn. Machen wir weiter mit dem letzten Paket. Oh, dieses Paket ist schwer, da könnten ja Steine drin sein. Oh, jetzt ist der Tisch doch wieder kaputt, Mann. Du hast ihn erst repariert. Verdammte Scheiße. Ja, hoch, geh hoch, Tisch. Bleib jetzt oben. Alter, ich hätte drauf geschrieben PS5 und dann kommen auf den Steine raus. Oh nein. Hey, da sind ja wirklich Steine drin. So, ich beende das Video hier, weil es schon viel zu lang geht und mein Tisch kaputt ist. Ja, Tisch kaputt. Tisch kaputt ist. Ja, jetzt. Schweine haben. Jetzt ist halt das Mikrofon mit weggeflattert, Alter. Jetzt ist der Tisch ganz tot. Ich habe mir einen kaputten Tisch verkauft. Aber weil ich diese Kacke nicht noch 2 Wochen länger in mein Schlafzimmer stehen haben möchte, mache ich die jetzt noch schnell auf. Die restlichen Bomben und Kackpakete machen wir dann im nächsten Video auf. Und abonniert diesen Kanal, wenn ihr sehen wollt, wie ich im nächsten Video draufgehen werde. Ich habe keinen Tisch mehr. Vielleicht habe ich hier Glück und ich habe mich vertan und da ist keine Kacke drin. Doch, da ist definitiv Kacke drin. Scheiße, keine Angst, kein Grund zur Panik. Oh oh. Wir haben hier erst einmal einen Brief, einmal sehr schöne Zeichnungen. Wir haben hier einmal einen Briefumschlag, das gefällt mir nicht, also... Oh. Ganz viele Tommy-Sticker. Top, die Wette gilt. Lieber Elias, kannst du die Community groß machen, bitte? Also seine Mission ist es, dass in ganz vielen Städten Tommy-Sticker aufgeklebt werden. In Aachen ist schon alles voll damit. Wenn Warum? Ihr das machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich werde sie aber... Was hat das für einen Sinn? Habe ich was verpasst oder habe ich was verpasst? Für andere Zwecke benutzen. Oh oh. Vielleicht sollte ich die mir nicht aufkleben, wenn die in ein Paket mit Kacke drin waren. So, okay, wir haben jetzt ganz viele Thomas Gottschalk-Sticker, aber wo ist jetzt die Kacke? Wir kippen das jetzt einfach mal aus. Oh, oh. Jetzt gehen wir auf die Suche nach... Warum sind da überhaupt Papierschnipsel drin, wenn da nur Aufkleber drin sind? Man muss doch nicht schützen, oder? Oder er wollte einfach seinen Müll loswerden. Gut, dann, ja, macht Mania Müllkosten, stimmt. Ja, scheiße. Warte, weg. Oh, da ist ja noch mehr drin. Oh nein. Hätte ich nicht machen sollen. Das ist nass! Das ist nass! Nass! Oh nein, das ist nass! Oh, da scheiße ich mich aber ein. So, wir haben hier einmal ein Lego-Auto. Dann haben wir einmal Käse. Welcher Mensch? Käse! Da ist einfach Käse drin. Na, wenigstens diesmal keine Mandarine, Mann. Schickt mir Käse! Wenn Mandarinen schon verschimmeln, will ich nicht wissen, was hier passiert ist. Na gut, Käse hält aber länger als Mandarinen. Ah, das ist Camembert. Vielen Dank für den... Das riecht nicht gut! Eigentlich okay, der ist bestimmt schon tot. Ich mag ja Camembert, aber das ist... Nein, das ist nicht geil. Und dann haben wir Tomaten. Die sind auch schon verfault. Vielen Dank dafür. Und wir haben hier etwas, was in Alufolie eingepackt ist. Oh, oh. Ich habe unendlich Angst, das aufzumachen. Ich auch. Es hört sich hart an. Dieser Aufkleber da auf dem Kopf, Alter. Es ist noch eine Mandarine. Es ist noch eine Mandarine. Die ist so grün. Oh nein. Ist das geil. Danke für die Mandarine. Aber wo ist jetzt die Kacke? Wir haben hier noch einen Anzünder. Ein Anzünder. Leer. Funktioniert nicht mal. Ich sag doch Müllentsorgung. Du hast mir einen kaputten Anzünder geschenkt. Aber wo ist jetzt die Kacke? Die war hundertprozentig scheiße. Irgendwas muss hier nach Scheiße riechen. Wo ist die Scheiße hin? Die kann hier nicht im Zimmer liegen bleiben. Ich muss die Kacke jetzt finden. Also hier riecht es ein bisschen verdächtig. Ich glaube, die ist hier hingefallen. Ja, hier riecht es ziemlich verdächtig nach Scheiße. Okay, ich bin gerade auf den Entschluss gekommen, dass hier doch keine Kacke im Paket war, sondern dass das der Käse ist, der schon seit Monaten abgelaufen ist. Also der riecht richtig übel. Ihr sollt mir bitte keine Lebensmittel schicken und ver... Hat er extra monatelang auf hier oben, um es dahin zu schicken. Allem keine Lebensmittel, die man kühl lagern muss. Also das riecht halt ohne Witz genauso wie Elefantenscheiße. Woher weiß er jetzt, wie Elefantenscheiße riecht? Jetzt habe ich Angst. Käsedip. Ich hab vergessen... Warum? Das riecht doch
schon verschimmelt nach scheißen Elefanten und der macht noch als Tipp. Dass es abgelaufen ist, stinkt es, wenn ich das anzünde? Ja, okay, das stinkt. Das ist ganz doch. Das mit der Kacke war wohl ein Fehlalarm. Die restlichen Pakete. Ruppt gleich Brust runter ins Fenster auf, ihr Alter. Das mache ich dann irgendwann, wenn es euch gefallen hat und ich soll die aufmachen. Folgt mir auch auf Twitch, da werde ich die nächsten Tage meinen allerersten Livestream machen. Nächstes Mal lieber draußen öffnen. Dann im Stream öffnen. Danke an alle, die mir was geschickt haben. Ich freue mich über alles, auch wenn ich manchmal so tue, als ob es mir egal wäre. Trotzdem habe ich mich über alles gefreut. Deswegen tut es mir leid, wenn... Ich meine, wer freut sich nicht über so viele verschimmelte Mandarinen? Ganz normales menschliches Verhalten. Wenn ich, deinen Brief oder dein Zettel zerrissen hab. Der hat sogar das Katzenbild da eingerahmt. Sehr geil. Oh. Gefällt mir schon mal mit dem Hut. Guten Abend. Oh. Schön, dass du da bist. Nee. Mein Name lautet Mitono und ihr seid doch bestimmt gespannt, wie ich aussehe. Ich weiß es ja eigentlich. Ich weiß es ja eigentlich schon durch das letzte Video. Es war halt so. Harry Potter mit Lego-Haaren, sag ich mal, ohne das jetzt beleidigend zu meinen. Der einen Obstteller hat mitgebracht. Schau mal. Voll so die, wie nennt man, dramatische, grammatische Szene und dann kommt die Mutter mit dem Obstteller. Dankeschön, ist genauso wie ich es mag. Scheiß drauf, das hat man mich eh schon gesehen. Ja, deine Lego-Haare sind ein bisschen verrückt, aber ist geil. Ja, hi, ich bin die so nur, ja, dann können wir ja gleich schon anfangen mit dem Video. Danke. Ich wollte gerade sagen, den hätte ich auch mitgenommen. Oh. Hi, man ich kennt's. Bin Elias, ich bin 19 Jahre alt und so wie ihr alle sehen könnt, bin ich Need to Know. Ich bin die Person, die auf Katzenbilder reagiert. Wie ist das ein Burrito? Das ist eine Mandarine, das ist keine Katze. So, sieht aus wie eine Katze. Rumschreit. Ich hab gesagt, hör auf zu sitzen! Ich sitze in der Daube. Soll ich mal hier einfach schreien? Ganz laut? Chronische Schmerzen von euren Privatnachrichten hat. Hab das gefunden. Aus unserem Englischbuch. Was ist das? Wieso ist der Typ grün? Millionen Leute aufklärt, wie man Camembert schreibt. Kein Kuchen, sondern Kambeerenbeerkäse. Ja, das war auch nur Kambeerenbeerkäse. Kambeerenbeerkäse. Zu einem ziemlich bekannten TikTok-Meme wurde. Ich wurde eiskalt zu einem TikTok-Meme. Ich geh einfach heimlich auf mein Gamebuch. Mit Katzen. Ah, oh, scheiße, ich hab die Mandarine vergessen. Wo sind seine Kleider? Ich frag mich, was die Leute wohl da draußen denken. Da geht ein Typ einfach am Strand lang, Steinstrand, schreit ein bisschen rum und hat auf einmal keine Kleidung mehr und schreit nach einer Mandarine. Ja, ich würde abhauen. Hier ist die Mandarine. Mit Katzen und Mandarinen. Er läuft immer noch ohne T-Shirt rum. Ohne Jacke, ohne alles. Leute dazu gebracht hat, ihre Socken zu inhalieren. Was? Okay, einfach so random. Da läuft einfach so ein random Typ ohne T-Shirt, ohne Hemd, nur nackte Haut. Was ich hiermit nicht sagen will, ist, dass ihr eure Socken inhalieren sollt. Ihr seid alle so krank, ne? Nimmst du noch auf? Nee. Einen ziemlich bekannten Trend ausgelöst hat, wofür ich übrigens nichts kann, das ist eure Schuld. Und nein, Kevin darf nicht spielen, komm, ich werde bis heute noch da. 2 Jahre später werde ich immer noch gefragt. Wisst ihr was, komm, wir fragen jetzt einfach jemand mal, komm. Wenn der ja sagt, dann darf Kevin spielen. Wo kommt das überhaupt her, darf der Kevin spielen, komm. Darf der Kevin spielen, komm. Ja. Scheiße. Oh oh! Darf ich fragen, wofür du. Also. Mandarine, gib mir die Mandarine, gib mir die Mandarine! Wie so ein Hund, der nach einem Stock jagt, bloß er nimmt eine Mandarine! Ja, genau das dachte ich mir auch, wenn ich da lang laufen würde. Denke ich mir, würde ich mir auch Mandarine, ja. Halb Deutsch, halb Amerikanisch und wohne in den Niederlanden. Scheiß auf Madeira, kommt alle auf meine Insel. Also hier gibt es voll die krassen und coolen, also voll... Ja? Ich will dahin.
Da also in den Niederlanden wohnen ist auch der Grund, warum ich so schlecht Deutsch kann. Ich sag mir ständig, du kannst deinen Artikel nicht. Lern deinen Artikel. Junge, was für Artikel? Da steht nichts drin. Früher war mein ja, ich hab mir schon gedacht, gleich kommt bestimmt irgendeine Zeitung oder eine Seite mit Artikeln. Deutsch aber eh viel schlechter als heute. So war's früher. Und ja. Gut, er hätte auch im Supermarkt zeigen können, wo da die Artikel darum liegen. Viel Spaß mit das Video. Und so ist es heute. Komm aus das Glas raus. Meine Mutter ist Marokkanerin. Von ihr habe ich nichts außer meine tolle Größe und meine marokkanischen Wookie-Arme geerbt. Also danke dafür. Wenn die Mutter auch so ihr behaarten Arme hat, würde ich mir Gedanken machen. Ein Bein habe ich sogar rasiert, das andere nicht. Von meinem Vater. Warum? Was ist das für ein Grund? Gibt es da für einen Grund? Hä? Ja, ich rasiere mit denen ist auch ein Bein eins nicht, okay. Vater, also die deutsche Seite habe ich eigentlich. Die deutsche Seite ist gut. Geerbt? Bist oh. Du. Wie guckt. Ja, der wird dich auch blöd gucken, wenn mein Sohn da steht und dann sagt, von dem er jetzt geerbt. Das ist einfach nur mein Vater. Was noch? Willst du noch was sagen? Ja, ich. Vielen Dank, das war dann auch schon alles. Du kannst wieder nach Hause fahren. Oh. Das ist gut. Einfach weg. Oh. Was? Wie soll ich das denn so schnell lesen? Hallo? Aber nicht nur in diesem Video, sondern um genau zu sein, viermal. Viele haben sich beschwert, dass mein Face-Reveal so lange gedauert hat. Es hat wirklich lange gedauert. Wie, wann war das angekündigt? 2018, 19? Da habe ich mich schon vor lange... Nein, ich bin auf Gustav! Er hat Mandarini getötet. Ah, super! Ich habe Gustav umgebracht, wir müssen Gustav... Ach, der ist Gustav, okay. Gustav beerdigen. Oh, im Schnee. Okay. Wir haben Gustav. Das ist eine geile Beerdigung, Alter. Wenn ich demnächst jemanden beerdige, schmeiße ich ihn auch einfach weg. Gustav beerdigt. Ja. So schöne Beerdigung. Ja, Penetration an meinem Oh. Mein Hund, der Schneebälle holt. Aber der rennt einfach hoch hinterher. Super geil. Was ihr nicht wisst, ist, dass ich mich schon vor langer Zeit gezeigt habe. Das erste Mal vor 1,5 Jahren in diesem Video. Das war nur ein Scherz, ey. Ich kann wirklich eine Hupe nachmachen. Okay, das ist jetzt aber wirklich... Das ist deine letzte Show. Niemand hatte was vermutet, außer zwei Leute in den Kommentaren. Nicht schlecht. Das zweite Mal als Profilbild in meinem Katzenvideo. Nochmal, nochmal! Das ist keine Katze, das ist eine angeleinte Fliege. Wer leint denn eine Fliege? Ja gut, kannst du dich abbauen. Angeleinte Fliege. Das dritte Mal auf dem Thumbnail von diesem Video. Und das letzte Mal in meinem Stockfoto-Video bei Sekunde 40. Dann meine ich auch für jegliche Situation. Egal wie komisch und verstörend es auch sein mag. Es gibt von alles ein Stockfoto. Also eigentlich kann. Ja gut, wenn man es nicht kennt, ne? Woher sollst du es wissen? Da denkst du einfach, das ist einfach so ein, also so ein random Typ. Ist es jetzt ein random Typ, der auf einer Bank sitzt? Auch so war es ein random Typ mit Buch auf Kopf. Mit Buch auf Kopf. Eigentlich krass gemacht. Also eigentlich habe ich mein Versprechen nie gebrochen. Eigentlich hat er ja recht. Er hat ja eigentlich recht. Ja, stimmt. Ja, mein Hobby recht. Ist es. Man kann nicht mal gegen was sagen. Es stimmt, er hat recht. Mandarinen zu essen. Aha. Das ist ein geiles Hobby. Wenn dich jemand fragt, was ist dein Hobby? Mandarin essen. Ja, wer kennt's nicht? Brille weg. Auch mache ich meine... Ja, das mache ich mit meinen Mandarinen auch immer. Klatsch gegen die Lego-Haare. Freizeit natürlich ganz gerne Videos. Ich liebe es, Videos zu machen. Mir gefällt das... Ich schneide auch immer so hier. So sehr. Also, es ist ein Traum, ganz ehrlich. Und ich schaue ganz gerne in meiner Freizeit auch Serien und gehe nach draußen, fahre ein bisschen Wakeboard. Jetzt steckt die Kamera im Arsch, Alter. Ein paar Kumpels. Eigentlich nichts Besonderes. Ich putze so zweimal am Tag, putze ich meine Zähne. Manchmal... Kamera noch mal in den Arsch. Junge, das ist ein Arschcam. Kann es sein, dass ich abends oder morgens mal das Zähneputzen auslasse? Ich weiß, das ist nicht richtig, aber abends bin ich manchmal so müde und dann schlafe ich halt hier auf der Couch ein, nachdem ich Videos gemacht habe. Und morgens kann es sein, da habe ich halt noch nicht so einen Schlafrhythmus, so einen Tagesrhythmus eher. Schauen wir uns mal eure Kommentare zu meinem Aussehen an. Bin ich mal gespannt. Papa Platte auf Wish bestellt. Nur weil wir dieselbe Brille haben. Harry Potter auf Wish bestellt. Das war auch meine Gedanken so. Harry Potter mit Lego-Haaren. Ist ja wirklich so. Also durch die Brille macht schon so eine Ähnlichkeit aus. Nur weil wir dieselbe Brille haben? Du siehst aus wie mein Fuß. Hä? Ganz, der hat ja einen ganz interessanten Fuß, Mann. Kannst du mir mal eine Haarroutine machen? Ich will auch solche Lego-Haare. Ja, geil. Ich hab gewartet, dass sowas kommt. Ich
Aber jetzt mal ohne Witz, ich dachte, dass die ganze Sache mit den Lego-Haaren... Nein, das sieht immer noch aus wie Lego-Haare. ...endlich vorbei sein würde, wenn ich mich gezeigt habe. Aber im Gegenteil... Ja, dann hättest du dich nicht mit Lego... Lego-Pottermann, was willst du mehr? Nein, das ist nur noch schlimmer geworden. Ihr meint das wohl wirklich ernst, oder? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hab keine Lego. WTF, ich dachte nicht, du wärst richtig hässlich. Ich dachte, du wärst voll hässlich. Wär richtig hässlich. Aber bist du nicht. Hey, siehst doch überhaupt nicht so scheiße aus. Hätte gedacht, du wärst richtig hässlich, aber bist voll okay. Was die Leute alle so denken, bloß wenn man sein Face nicht zeigt. Schon krasse Sache. Wie tief waren eigentlich eure Erwartungen von mir? Ja, das frage ich mich eigentlich auch gerade, Alter, ist so krank. Da haben auch zwei Leute gesagt, dass ich asiatische Wurzeln habe. Wie kommt zwei... Naja, da fehlt aber noch viel. Ein Leute darauf, dass ich asiatisch aussehe. Du siehst viel zu brav aus, um so ins Mikro zu schreien. Ja, man kann brav aussehen, na geil. Das ist sehr süß von dir. Dankeschön. Sollen wir mal so live rumschreien? Was soll denn das? Sollen wir mal live rumschreien? Palme, kannst du nicht? Warum bist du so grün? Die mag dich nicht. Was machst du, Palme? Hey, das ist eine Socke. Ja, da kann ich mich da dranhängen? Oh, oh. Was meinst du? Oh, der klingt gleich alles mit mir. Vor allem ist da ein Bild von einer Mandarine. Obst ist? Tomate. Wusstet ihr das? Das Tomate ist ein Gemüse und kein Obst. Keine Ahnung. Okay, was ich sagen wollte. Ah, dumm! Ja, das mache ich auch ständig mit Tomaten. Damit der Boden ja, schön auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war. Bitte tu mir nichts! Doch! Oh oh. Ah. Ja, so springe ich auch immer auf mein Gemüse. Oh, er ist mit dem Kopf drauf. Gehirnerschütterung lässt grüßen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war. Weißt du, wo meine letzte Tomate ist? Neben seinen Lego-Haaren. Unter seinen Lego-Haaren. Schauen wir mal live in meine DM. Warte mal, was stand da gerade? Ich wollte sagen, dass Tomate Obst ist. Nein. Das ist Gemüse. Schauen wir mal live in meine DMs rein, so ja, wie der Need2Know das normalerweise macht. Okay, bin gespannt. Hallo Need2Know, kannst du auf meinen Marmeladebrot... Nächste. Hey, dein Video war spektakulär. Oh. Komm ich jetzt irgendwann... Was ist denn das? Ein Krokodilschmetterlingsseepferd. Supergeil. Irgendwann in eins deiner Videos... Nein. Hey, ich habe Homeschooling und wollte fragen, ob du meine Englischhausaufgaben machen könntest. Pushe dich auch dafür. Bitte. Hä? Was? Ich needed to know, ob du meine Hausaufgaben machen kannst. Und wieso wollen zwei Leute, dass ich dir... Ich bin keine Nachhilfe oder so. Ich mach nicht eure Hausaufgaben. Warum schickt er mir ein Bild von seiner McDonalds-Rechnung? Hallo. Das könnt ihr auch mal machen. Ich habe noch 3 Rechnungen von McDonalds hier liegen. Das ist Gouda. Ja. Sehr schön. Ich hasse dich. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, mir ein Bild von einer Heizung zu schicken? Und wieso liegt die auf der Wiese rum? Ich hoffe, das macht dich glücklich. Hä? Das ist eine Fernbedienung. Hallo. Ja, davon habe ich auch 3 Stück hier. Hallo, Frau Need2Know. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Ich habe nur noch Karotten im Kopf. Ich fühle mich zu nichts anderem mehr ange... Oh, oh. Nächste. Guck mal, mein Müsli... Ja, das waren meine Privatnachrichten. So wie man es kennt, ist ja immer wieder schön, da reinzugucken. Ich... Ich kann auch die Katzen nachmachen. Hier, es gibt einmal die Ohren-Augen-Katze. Darf der Kevin bei mir spielen kommen? Nein, darf er nicht! Dann gibt es die Butterkatze. Wieso habe ich Butter auf meinem Rücken? Und zu guter Letzt gibt es noch Gustav die Mandarine. Ich bin eine Katze! Nein, bist du nicht! Ich bin eine Katze! Du bist keine Katze! Du bist keine Katze! Wow! Ja, voll die Saiyajin-Mandarine, die kann gut ausweichen, ey! Oh! Da hab ich, Freundchen! Mandarine besiegt durch Hand. Ich hab dich. Ich dachte, der beißt jetzt einfach rein. Das geschieht direkt! Oh, die arme Mandarine. Jetzt ist sie noch toter als vorhin. Ich hab Gustav getötet! Schon wieder? Der Gustav-Reimörder hier. Was hab ich getan? Ich hab Gustav getötet! Du bist eine Katze! Alter! Komm wieder zurück! Er springt rum wie so ein toter Fisch am Land! Ich muss die Beweise entfernen! Ich muss die Beweise entfernen? Ich muss die Beweise entfernen! Ab, um Beweise zu entfernen, renne ich auch immer gegen die Tür. Ja. Oh, oh. Ich muss die Beweise entfernen! Ich muss die Beweise entfernen! Alter! Hä? Ja, zum Beweise entfernen leg ich mich auch auf den Boden draußen. Einfach random.
Ja, tut der Hühner. Du nimmst mit. Ich wusste gar nicht, dass Hühner Mandarinen fressen. Oh, oh. Wer bist Gustav du? Ist ich da. Bin Gustavs Bruder. Komm, oh, oh. Die ganze Gustav-Armee kommt heute. Das ist eine Tür. Hä? Jo Leute, ich zeig euch jetzt mein Haus. Ja, wir sind jetzt hier in meinem Garten. Niederländischer, holländischer Garten. Hier, Ein Stein. Nee, eine Kröteschild und ein Stein. Begraben. Er ist leider vor 2 Jahren gestorben. Der arme Hund. Es war eine schwere Entscheidung. Wir mussten entweder 500 Euro für eine Operation bezahlen oder Abschied nehmen. Von den 500 Euro habe ich mir einen neuen Gaming-PC geholt! Ja, wer hätte das nicht gemacht? Wie hast du für 500 Euro so einen Gaming-PC bekommen? Die 598S! Er ist einfach krass! Jo Leute, heute schauen wir uns eins meiner alten Videos an. Let's go! 3896 Leute haben abgestimmt für die hübscheste YouTuberin Deutschlands. Falls ihr mit abstimmen wollt für die nächste Liste, müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Genau so gucke ich aber auch, wenn ich jetzt meine ersten Videos gucke, dann denke ich mir auch, Alter. Ja. Auf zweiten Platz mit 513 Stimmen steht die gute Melina Sophie. Irgendwie klar, dass Melina in dieser Liste mit reinkommt. Er ist ein bisschen verwirrt. Weil zugegeben, sie ist wirklich eine hübsche und eine süße Schnitte, oder? Normalerweise mag ich keine Milchschnitten, aber wenn Melina eine Milchschnitte. Nein, Melina ist, Schnitte? Dann würde ich die 24-7. Sie hat das Video gesehen! Nein! So, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir nicht gefallen. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da. Es werden wahrscheinlich in Zukunft, wie gewohnt, die normalen Videos kommen, so ohne Facecam, so mit Mandarine. Und ich fand das so viel geiler. Also das war wirklich viel unterhaltsamer als die ohne Facecam. So ist das richtig krass. Das, aber falls ihr das auch cool fandet, dann... ja! Da, dann ist das halt so. Ja, er hat ja recht. Außerdem, guck mal, hier ist Gustavs Bruder, das Esteban, der ist auch aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, was damit passiert ist. Eigentlich war geplant, dass... Ich könnte ja raten, aber... ...dieses Video heute um 19.10 Uhr kommt, aber es ist da... Ich habe da so einen Kommentar vor ein paar Tagen gelesen. Da hat jemand gesagt, dass seine Katze eingeschläfert wird heute um 19 Uhr und er würde gerne dieses Video zusammen ein letztes Mal mit seiner Katze sehen. Das hat mich sehr gerührt, deswegen habe ich das um eine Stunde verschoben und meinen normalen Upload-Plan reingeboxt. Ich habe es hoffentlich geschafft. Ich hoffe, dass dieses Video heute am 6. rausgekommen ist. Ich hoffe es, bitte! Sonst bin ich ein schlechter Mensch. Wenn ich es nicht geschafft habe, dann... Hat er es geschafft? Ich habe es erst viel später gesehen. Ja. Vielleicht wäre es vor Cam auch cool, immer so auf Katzenbilder zu reagieren oder auf eure Privatnachrichten. Oder es wäre auch voll cool, wenn ihr mir so Pakete zuschickt und dann mache ich die auf. Wäre bestimmt ganz cool. Ja, du kannst es ja auch zulassen. Das ist mal was Neues. Bestimmt das Erste, was ich da mache. Mach ich sie auf. Lego-Figur. Ich hasse euch. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Also im nächsten Video kommt ihr dann mit einer Lego-Perücke an. Wie ich vor Kamera so ein bisschen und so dies, das mache, dann lasst ein Like oder schreibt Unterhose in die Kommentare. Ist mir egal. Dieses ganze Face-Reveal hat sehr viel Zeit beansprucht. Das hatte ich bestimmt ein halbes Jahr, habe ich hier jetzt für gebraucht, für alles zusammen. Also es wäre nett, wenn ihr irgendwie mal etwas anderes als Darf der Kevin spielen kommen in die Kommentare schreibt. Vielleicht etwas so wie cooles Video. Die Mühe hat sich gelohnt. Das ist ja auch schön. Aber muss nicht sein, muss nicht. Ich werde auch am 8. Februar werde ich mal versuchen zu streamen. Am 8. Februar habe ich Geburtstag. Ich werde aber nicht sagen. Springt der da auch gegen Türen? Sagen, wo ich streame und wie scheiße, weil ich extreme Panik kriege, wenn mir mehr als mein Bruder und meine Mutter zuschauen. Das wäre dann alles. Bis dann. Danke. Na, was macht dann das Stream für uns drin? Fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ja. Bye. Ja, so mache ich meine Kamera auch im Haus. Ganz normales Verhalten. Darf ich fragen, wofür du, also... Du kannst mich auf YouTube suchen, ich heiße Need to Know. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. Die haben nicht schlecht. Wofür? Sag ich nicht, ich gucke auf YouTube. Ich hätte es nicht anders gemacht. Doch, hätte ich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht getan, abonnieren. Die sind verabschiedet mich und bin damit raus. Also ich möchte mehr solche Videos in dieser Zeit. Das war viel geiler. Meine Zuschauer haben mir mal schon wieder Katzenbilder geschickt. Intro. Na jetzt. Ah! Ja, irgendwie vermisse ich das Intro, hä? 50.000 Abos bis zum Face. Ja, das dann Jahre später kam. Oh ja. Oh, die ist aber süß. Ich wusste gar nicht, dass Katzen so klein sein können. Oh mein Nein. Gott, hör auf, die Katze zu mobben. Nicht nur Menschen mobben sich jetzt auch schon Katzen. Na, man kennt das. Na gut, man hört ja draußen wirklich manchmal Katzen rumkrähen.
Die Arme! Was zum... Wie... kannst du bitte dich normal auf den Boden hinstellen, so wie jede andere Katze auch? Ich bin eine Banane. Und ja. Ich bin okay. Eine Katze. Was hat das jetzt mit einer Katze zu tun, die Banane? Und zusammen sind wir... Ah, verstehe. Oh mein Gott, bitte sag mir, dass das zwei verschiedene Katzen sind. Mama, bestimmt, kannst du mich... Die eine hatte bestimmt ihren Kopf so bestimmt... Ich will gar nicht drüber nachdenken. Anschubsen. Nicht so schnell! Ja, ich komme ihr Badezimmer reparieren. Ich möchte nicht wissen, was die Katze im Badezimmer reparieren möchte. Bestimmt kein Rohr. Was denn das denn bitte schon für Füße? Nein... Arme? Nein. Die sieht aus wie so ein Endor-George, Alter. Mein Lieber, wir haben noch nicht Weihnachten und du bist auch nicht der Tannenbaum. Was? Okay, ich weiß zwar nicht von wem oder was du dich verstecken willst, aber es funktioniert nicht. Was? Ich verstehe jedes Wort. Wieso bist du in einem... Genau. Kinderstuhl. Das ist keine Katze, das ist ein... Nee, also das sieht schon zum Teil aus wie so eine Hundekatze als... Was ist das, Alter? Alter, ich hasse ihn hier mal leid, ich krieg da ja nicht mit. Boah, die Katzen brücheln sich. Ja, Mama... Mir geht's... Kannst du dich bitte normal hinlegen, so wie jede andere Katze? Okay, ist ja gut. Mama. Es gibt auch Menschen, die so liegen. Was will man mehr? Kannst du bitte mal kurz kommen? Mama, ich glaube, ich hab harte AA. Komm aus dem... Ich hab harte AA. Genau. Ich hab harte AA. So niedlich umsprochen, habe ich das auch noch nicht gehört. Im Automaten raus. Komm aus der Spülmaschine raus. Kannst du aufhören, in Sachen reinzugehen, wo du nicht reingehen sollst? Krasse Katze, Alter. Die zieht bestimmt bei COD alle ab. Jonas, machst du die Xbox aus? Bitte noch 10 Minuten. Oh mein Gott, was macht die denn da oben? Junge, die wird irgendwann zu The Rock. Ich fühle mich nicht so gut. Mein größter Traum ist es, ein Boot zu sein. Nein, dein größter Traum... Welche Katze wünscht dich nicht, ein Boot zu sein? Es ist nicht ein Boot zu sein. Mama, Brot, ich hab verstanden, Boot. Na gut, okay, wir machen weiter. Kannst du mich wieder so schütteln, so wie letztes Mal? Wieso ist eine Katze auf meinen Kopf? Wieso bin ich auf einen Kopf von einer Katze? Boah, jetzt aber hier, was? Da kam so ein Horrorfilm. Wo war das bei? War das bei The Ring? Oder? Ja, ich glaube, ich habe den Film nie geschaut. Nur mal so Ausschnitte, aber ich glaube, da kommt doch das Vieh auch her, oder? Was hier so, das Mädchen, was so komisch. Ach, was weiß ich. Machst du da? Wieso bist du ein Joghurt? Mama, guck mal, wie schnell ich bin. Oh, was war das? Ja, aber das Samba. Oh mein Gott, die war mal auf der Streckbank, die Katze, Alter. Ah, oh, sehr geil. Ich glaube, ich habe einen Unfall gemacht. Ganz ehrlich, der sieht schon ein bisschen süß. Nein, ihr solltet mir Katzenbilder schicken. Nicht sowas. Ganz wieso? Ruhig. Wir beide wissen, dass du das auch nicht willst. Bitte mach jetzt nichts Dummes, okay? Wieso bist du in einer Toilette? Hä, wieso das ist eine Ente. Das ist eine Ente. Mein Lieber! Daher kommen also die Minecraft-Villager-Soundeffekte. Jetzt verstehe ich einiges. Sehr geil. Aber ich muss dich leider enttäuschen, das ist nicht deine Mutter, sondern ein Huhn. Wieso bist du Teig? Ich werde endlich ein Brot. Nein, hör auf, nein, werde kein Brot. Oh. Ich will. Stellt euch mal vor, ihr geht bei Rewe so an der Backstation vorbei und findet so ein Brot. Kein Brot sein! Was habe ich dir gesagt? Ich kann nicht aus dem Auto raus! Die Tür ist auf! Mama, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das ist gar nicht die McDonald's-Rutsche. Nein, das sind Kartoffeln. Kartoffelrutsche? Mama, ich kann immer noch nicht fliegen, obwohl ich einen Superman-Anzug angezogen habe. Stell dich mal vor, jeder könnte einfach fliegen, der Superman-Anzug anzieht. Das wäre geil. Da würden nur noch Leute durch die Gegend fliegen.
Schatz, wie lange brauchst du noch? Ja, ich bin gleich fertig! Hallo, wollte der Tomasi? Ich wollte beim Spielen kommen. Und da kann man nicht die Tür nutzen. Und hier vielleicht der Thomas. Wo ist Thomas? Oh, hier kommt doch jedes Loch, Alter. Das kann man leicht falsch verstehen, aber ich meine jedes Loch. Sabrina, Thomas, was macht ihr da? Es ist nicht so, wie es aussieht. Bin ich nicht hübsch genug? Warum macht sie sowas? Ich werde nicht weinen. Ich werde nicht weinen. Sabrina! Zum letzten Mal, ich hab gesagt, dass ihr mir ein Bild von einer Katze schicken sollt und nicht von einem Tab. Junge, die kannst du so leicht übersehen. Stell dir vor, du würdest dir gerade die Schuhe abtreten und trittst dann die ganze Zeit so auf der Katze rum und wunderst dich, warum dein Teppich so ein Geräusch macht. Nochmal! Yo, need to know, wusstest du, dass Eulen lange Beine haben? Nein, was laberst du jetzt schon wieder? Wo ist das Katzenbild? Wow, das ist wow. Das ist keine Katze, das ist eine angeleinte Fliege. 10 Minuten sind schon um, die hat mich sowieso vergessen. Verdammt nochmal, machst du das jetzt aus? Sie hat mich nicht vergessen. Das habe ich aber früher auch immer gedacht, wenn meine Mutter gesagt hat, noch 10 Minuten dann ausmachen und dann so 11 Minuten später denke ich so. Oh. Und werde ich auf der höchsten Spitze der Insel Fanpakete auspacken. Das ist nicht sein Ernst, dass er dich da hoch. Hochsetzt und Fan, wie hatten denn die alle da hochgekriegt, Alter? Warum ist das so schwarz? Aber vorher müssen wir die Spitze erklimmen. Ja. Das wird nicht ganz ungefährlich. Hey, aber bevor wir hinlaufen, brauchen wir noch was. Warte mal. Was brauchen wir denn noch? Wanderschuhe oder Wanderstöcke oder was? Ja, und wie willst du dann die Fanpakete tragen, wenn du die Stöcke in der Hand hast? Also, dass du einen Stuhl gekauft hast, verstehe ich ja, aber warum eigentlich Feuerlöscher? Der Hammer? Na gut, der Feuerlöscher ist bei Ihnen eigentlich gar nicht so verkehrt, ja. Und der Hammer, der ist einfach Pflicht. Wir hatten nur ein Problem, nämlich zu wenig Pakete. Das sind alle Pakete, die wir haben. Das ist doch viel zu wenig, oder nicht? Wow. Wie kriegen wir denn jetzt Fanpakete her, wenn wir mitten im Ozean sind? Ja. Hey, hast du vielleicht ein paar Pakete für mich? Ey, brauchst du nicht eigentlich noch irgendwas, um die Pakete drauf auszupacken? Scheiße, wir brauchen einen Tisch, stimmt. Als ob du jetzt einen Tisch kaufen willst. Du wirst den doch eh wieder irgendwie kaputt kriegen. Wie viele Tische braucht der Mensch? Es lohnt sich eigentlich gar nicht, einen Tisch zu kaufen, wenn er eh kaputt gehen wird. Was machen wir denn jetzt? Junge, das ist ja fast wie so eine Doku, Alter. Ey, yo. Ach, jetzt bei Unge. Dass Unge nicht fehlen darf, das war ja klar. Wenn sie verpissen. Das war ein Tisch für mich. Ach, so ein Tisch, ja komm. Glaubst du, dieser Tisch hier genügt deinen Anforderungen? Unges Tisch. Der sollte Unges eigentlich Tisch. Den Rücken schützen vor Wirbelsäulenbruch. Moment. Ja, ich. Du weißt, ne? Dieser Tisch ist ein Familienerbstück und der darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Das sagst du jemanden, der nur Tische zerstört? Oh, Unge, du tust mir leid. Wirklich, es wird nichts passieren. Mission, um den Tisch beschützen. Na ja. Und somit konnte die gefährliche Reise beginnen. Wer kommt denn auf so eine Idee, Alter? Echt? Ey, das sieht doch bestimmt voll kacke aus, oder? Das sieht aus wie so ein Sperrmüllwanderer. Sehr gut. Auf den Berg. Der Tisch ist ja schon kaputt, Alter. 30 Kilometer bis nach oben. Ich würde sagen, let's go, oder? Viel Spaß. Also ich sag mal, so kommst du nie an. Guck mal, da sind die Wolken. Die wollen wir haben. Ich wollte auch schon immer mal eine Wolke berühren. Wirklich, wie die sich anfühlt, bestimmt flauschig. Komm. Ich kann wirklich nicht mehr laufen, das zieht wirklich die ganze Zeit in meinen Arm. Das ist so anstrengend. So eine Wolke fühlt sich bestimmt wolkig an. Ey, weiter geht's. Nein. Nein. Das wird immer mehr. Ist noch ein Stückchen. Ach so, das ist wie weit sie schon oben sind.
Auf hackst du! Die Autofahrer denken sich bestimmt noch, what the fuck? Wo hat er den Spermel her? Hi. Oh, cooler Pool. Oh nein! Oh nein! Wie dumm muss ein Mensch sein? Wir sind jetzt schon auf derselben Höhe wie die Wolken. Das ist kein Nebel, das sind Wolken. Das ist kein Himmel, das sind Wolken. Es tut so weh. Na gut, er hat ja definitiv recht. Dieser Schaden ist nicht zu dick. Na, wenigstens hat er dich in die Fang. Der gefährlichen Wanderroute vom Berg angekommen. Anniko? Er kommt ab. Ist, was die Wanderer denken, wenn die da jemanden sehen, der mit einem Hammer rumläuft, einen Feuerlöscher, einen Tisch und einen Stuhl auf den Rücken gebunden. Also ich würde hinterherlaufen und gucken, was der vorhat. Hola. Ey, also die Aussicht ist schön, aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat, prinzipiell. Weil es tut schon scheiße weh und ich habe keine Ahnung, warum jetzt eigentlich, warum haben wir einen Feuerlöscher mitgenommen? Keine Ahnung. No, it's just for camping. Ja. Genau, ein Feuerlöscher. Na gut, wenn man Feuer macht, kann das nützlich sein. Ey, komm hier nicht durch. Mach mal irgendwas Krasses. Ey, ich fall hier runter. Pass auf. Halt mich fest. Pass auf, Elias. Ey, ich setz mich kurz hin und du holst deinen Feuerlöscher. Wie will man sich mit dem Zeug hinsetzen? Gar nicht. Was sagst du? Guck mal, du machst mich zum Affen. Hol jetzt bitte den Feuerlöscher und den Hammer. Ja, guck mal, jetzt sind Leute, das ist voll unangenehm. Ich muss mich hinknien. Jetzt hol das bitte! Oh nein! Also, Flöte spielen hat er drauf. Was machst du da? Ich ruh mich aus. Wenn jetzt noch jemand Geld hinschmeißt, dann lache ich mich aber weg. Schau dir die Treppe an, ich fall da runter. Was ist das? Ich stürze da mit dem Tisch runter. Das sieht echt scheiße gefährlich aus, Elias. Dreh mal um. Ey, nee, ich hab wirklich keinen Bock mehr. Also, ist mir scheißegal. Ey, was soll ich da? Guck mal die Stufen, ich fall runter und ich bin absolut tot. Du bist mein Bruder, du solltest was empfinden. Komm, das schaffst du doch. Ich hab einen scheiß Tisch auf meinem Rücken von Unge. Wenn der kaputt geht, das ist ein Familiendings von ihm. Ein Familienerbstück und der darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Scheiße! Oh nein, es wird das. Das ist wirklich kacke, Jonas! Ja, vielleicht trägt dich die Flöte in den Wolken. Thank you. No worries. Get well. Thank you. Gute Besserung, was? Er sagt, gute Besserung. Warum läufst du eigentlich so beschissen? Weil das mir an meinen Fersen dingst. An meinen Fersen? Lauf mal normal, wie ein ganz normaler Mensch. Ich kann nicht normal laufen, das tut weh, das kommt da dran. Jonas, wenn du noch einmal was sagst. Ja, das sieht gut aus. Hat er sich überhaupt Gedanken darüber gemacht, dass du das alles wieder runterschleppen musst? Scheiße aus. Ich hab keine Ahnung. Ich kann mal ein Foto von dir machen. So ein Mann macht auch sowas Feines. Das ist cool. Ja. Ja, sowas sieht man nicht oft, das stimmt. Ach, die kennen den wahrscheinlich, ne, oder? Ist das anstrengend alles. Oder die dachten sich, okay, das müssen wir festhalten. Hier ja, mit Hammer und Feuerlöscher und mit Tisch und einem Stuhl auf dem Rücken. Also das kriegt man nicht oft zu sehen. Und dann hat er noch eine riesen Flöte dabei. Naja, ich meine nicht die in der Hose. Du immer noch? Ja, klar. Was ist das? Wie soll man da hoch? Komm, du hast gleich geschafft. Was machst du da? Helf mich mal hoch, ich komme nicht mal hoch. Stellt euch mal vor, die wären angekommen, wenn es dunkel wäre und die hätten nicht mehr drehen können, weil es zu dunkel ist. Und dann wieder runter und am nächsten Tag wieder hochzuklettern. Das wäre geil. Helf mich mal hoch hier! Das ist wirklich gar nicht lustig! Du schockst mich damit! Was hat er erwartet, was passiert, wenn er so ein steifes Ding auf dem Rücken hat? Ich reg mich hin. Sogar 10 Kilometer noch.
Beweg deinen faulen Arsch wieder hoch. Oh, Hunger. Kannst du mir helfen? Kannst du mir jetzt helfen oder nicht? Dreh mich mal um. Ich muss mich umdrehen. Ich geh mal gucken, wie es auf der Spitze aussieht. Du guckst. Dreh mich jetzt mal hier um. Dreh mich um. Ich komm hier nicht hoch. Oh nein. Jonas. Jetzt noch da hinten hin und dann ist es fertig. Was ungewohnt denkt, wenn er sieht, was sie mit seinen Tisch gemacht hat. Ein paar Meter. Oh Mann. Ich glaube, wir haben's. Und die Sonne jetzt schon unter. Wir haben's geschafft! Guck mal, über den Wolken! Geil, ey. Wir haben's geschafft! Richtig nice! Boah, das sieht auch geil aus! Boah, Alter! Ich will da wohnen. Wir müssen morgen nochmal wiederkommen. Ich will mir ein Haus auf diesem Berg bauen lassen. Ich will, aber ein Haus ist zu teuer. Es ist schon zu dunkel, um zu drehen. Das heißt, das. Und ich will einen größeren Feuerlöscher noch holen, der ist mir zu klein. Wie bitte? Oh, oh. Nein! Mein Bein ist ab! Nein! Unten war ja eh schon kaputt. Warum schmeißt du den überhaupt nach unten? Ach, jetzt ist auch der Fuß ab. Nicht dein Ernst! Sag mal, warum trägst du es eigentlich die ganze Zeit so ausgeklappt mit dir mit? Ich hab das schon ein paar Mal versucht. Den kannst du nicht einklappen. Was meinst du, ich trage den hier umsonst? Warte. Ich würde mal da das unten. Da ist doch dieser Lockknopf. Wie geht das? So. Jetzt kannst du es einklappen. Ich hätte es die ganze Zeit so tragen können. Ja, ja klar. Na gut. Ist dein Ernst? Ich hätte es die ganze Zeit so tragen können. Was? Und ich mache hier meine Schulter kaputt. Ich dachte, du weißt das. Warum soll ich einen Tisch auf meinen Rücken tragen, wenn man den so tragen kann? Keine Der war Ahnung. Kaputt. Ich bin hier mit so einem 20 Meter langen Seil, mache ich mich hier zum Affen und den kannst du so tragen, den Tisch. Oh Mann, das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Tut mir leid. Was kann ich denn dafür? Er hat ja nicht gefragt. Aua, aua, aua. Junge, warum weichst du aus? Ich hab hier die ganze Zeit diesen Tisch hier rumgeschleppt. Was soll denn das? Mann! Oh. Oh, ganz schön viel HP verloren, Alter. Muss ich beruhigen. Ja, vielleicht heilt das den Tisch. So, wir sind jetzt auf dem Berg angekommen. Ich habe hier einmal Pakete von mir. Das sind Pakete. Aber jetzt, bevor es am Ende wieder irgendwo steht, die sind niemals die 30 Kilometer nach oben gelaufen, vor allem da unten eine Straße zu sehen war. Das ist doch unmöglich. Mit Tisch, Stuhl, Feuerlöscher, dann wieder runter, neue Feuerlöscher, neuen Stuhl holen. Nein, niemals. Maxify, die hat er mir geliehen. Deswegen, geliehen? Dankeschön, Maxify. Ich werde sehr vorsichtig damit sein. So, ich mache jetzt einfach mal direkt das erste Paket auf. Das ist dieses hier, das ist mein Paket. Da steht kein Name drauf. Immer wenn auf dem Paket keine Absenderadresse oder Name drauf steht, ist es extrem suspekt. Was haben wir jetzt hier drin? Die drei Fragezeichen, der verhexte Schneemann. Sehr, sehr, sehr cool. Das war in einem Happy Meal drin. Sehr gut. Danke für dein Happy Meal Geschenk, das freut mich sehr. Bierdeckel, Untersetzer, vielen lieben Dank dafür, das freut mich sehr. Wir haben hier dann noch einmal eine sehr schöne Zeichnung. Ach, dafür sind die? Ich dachte immer, das wären solche Tischdecken für Puppenhäuser. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber wunderschön. Hier ist noch ein Briefumschlag mit Gummibänder. Wahnsinn! Ein Beutel, da steht ein N drauf und da ist irgendwas drin, was sehr suspekt ist. Ich habe ein bisschen Angst, um das aufzumachen, um ganz ehrlich zu sein. Hoffentlich nichts Ekelhaftes, bitte nichts Ekelhaftes, bitte nichts Ekelhaftes. Oh, das ist durch den Zoll mitgekommen, das ist durch den Zoll mitgekommen. Das kann nicht ekelhaft sein, das muss irgendwas Cooles sein. Da ist was drin. Ja, das sind Taschentücher. Ein Taschentuch? Ja, cool. Ich würde auch geschickte Taschentücher einfach verwenden. Ganz normales Taschentuchverwendungsverhalten. Ich hoffe jetzt nicht, dass die irgendwie benutzt sind, die Taschentücher. Vielen lieben Dank. Vielleicht waren sie ja mit Corona infiziert. Lukas, für die schönen Geschenke, für die Taschentücher und für deine Happy Meal Spielsachen, die wahrscheinlich schon seit Jahren in deinem Schrank lagen und womit du nicht mal wusstest, was du damit machen sollst, hast du dir gedacht, okay, ich schick's mal in Need to Know. Ich habe gerade Lust auf ein Paket von Maxify. Perfekter Detektiv, Alter. Dieses Paket ist von Thea für Maxify. Ignorieren wir das einfach mal, da steht drauf für Need to Know. Ist da was Cooles drin? Ist da was Cooles drin oder soll ich Angst haben? Wir haben hier einmal. Wie cool! Ein Kostüm! Was ist das? Ein Frosch? Wow.
Eigentlich lohnt es sich nicht, sich hier rüber... Ach, da hat der das her. Und ich dachte, weil das am Anfang zu sehen war, das ist so eine Jacke oder so, weil es da oben kalt ist. Freuen, weil ich die Sachen eh nicht behalten darf. Okay, das ist also ein Froschkostüm, ja. Sieht so aus. Hier ist immer noch voll die Turi. Perfekter Schlafanzug, muss man sagen. Location eigentlich. Dementsprechend fühle ich mich extremst beobachtet. Warum müssen Leute immer schauen? Das ist unangenehm. Naja, wenn da jemand mit Tisch sitzt und Fackeln und im Froschkostüm, dann würde ich auch erstmal blöd gucken. Ja, das ist eigentlich nicht für mich. Aber ich würde mir dann schon denken können, in der heutigen Zeit, der macht bestimmt ein YouTube-Video oder einen Stream. Das ist eigentlich... Trotzdem bedanke ich mich bei dir und ich hoffe, das ist okay. Und wir haben noch eine, die sieht ein bisschen sus. Oh mein Gott. Gott, er bricht einfach. Ich würde eigentlich sagen, dass es sehr verdächtig aussieht, aber jetzt ist ein Bein schon ab. Perfekt. Und wir haben dann eine wunderschöne Puppe. Das ist dann leider ein Geschenk weniger für Maxify. Ja, freut Wenn sich. Jetzt hier gleich Touris runterlaufen, dann springe ich hier von der Klippe runter, weil hier geht es extrem steil nach unten. Deswegen muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht mit diesem Stuhl, der einen Hammer als Bein hat, runterfalle, weil dann bin ich ziemlich am Arsch. Machen wir direkt was. Stuhlbein durch einen Hammer ersetzt, Alter. Das hat auch noch keiner hingekriegt. Ein Paket. Einmal Pappe. Dann haben wir hier einen wunderschönen Stock. Boah, ist das dein Lieblingsstock? Noch ein Stock, der ist auch wunderschön. Boah. Lieber Need to Know, ich finde deine Videos echt cool. Sie muntern einen immer wieder auf. Also, da kriegt er nur einen Stock geschickt. Dann schicke ich dir den wundervollsten Stock der Welt. Oh. Och nö! Vielen lieben Dank für den Stock. Wir haben hier dann noch. Da liegen noch welche. Socken. Oh, das ist cool. Oha, wie cool! Was sind das für coole Socken? Die sind ja mega cool! Oha! So. Da passen wenigstens zum Anzug! Also, die sind immer da oben, laufen da oben vorbei und dann drehen die sich wieder um aus irgendeinem Grund. Da kommt gerade jemand mit dem Fahrrad runter und ich sitze hier in einem Froschkostüm. Aber davon lasse ich mich nicht abschrecken. Hier ist noch ein Deckel von Milch wahrscheinlich, sieht so aus. Auch sehr cool, kann ich nicht brauchen. Da kommt wirklich gerade jemand mit dem Fahrrad angefahren und es ist mir extrem unangenehm. Cool, right? Yeah. You know what I'm doing? No idea, but it looks cool. I'm unboxing fan mail. And where have your fans sent the stuff from? From Germany. Kommen Sie aus Deutschland? Ein bisschen Deutsch? Nicht viel. Okay. Warte mal, hat er gerade gesagt, kommen Sie aus Deutschland? Und er sagt ein bisschen? Also er antwortet ein bisschen? Was? Where are you from? Australia. Ah, das klingt schon besser. Bereut alles. Okay, we have. Was ist das? Das ist Schwein vom Schwein. Schwein vom Schwein, genau. So, ich hätte gedacht, Schwein kommt von Hühnchen. Das ist von einem Pig, huh? Das, nein, das ist kein Schwein. Nein, kein Schwein? Oder? Keine Ahnung. Sieht aus wie Hundefutter. Okay, nee, das lassen wir mal lieber. Oh, geil. Wonach sieht das aus? Some computer face something. Computer. This is if you can't swim. Was? Rettungsweste? Sieht aus wie ein Garnele, Shrimp. Ja, hä? Geil. Soll es sich aufhängen oder was? Was? Oh Gott, eine Schlaufe, Alter. I hope it's this way, not this way. Ein bisschen zu klein, leider. Aber es ist ein Hundespielzeug. Ah. Cool, das war alles. Alles aus Leven. Nee, von Leven. Das war ein Mädchen. Von Leven. Sag mal, Dankeschön, Dank. Leven. Dankeschön. Alright. Ach, der Typ ist endlich weg. Jetzt kann ich dich. Cooler Typ, Alter. Ey, das war cool. Das war richtig cool. Noch geiler wäre es gewesen, hätte es in sein Beisein gefressen. Ich hätte es gerne das Gesicht von dem Typ sehen wollen. Ich habe eigentlich so gehofft, er frisst das jetzt, während er zuguckt, wie er das in der Hand hat und analysiert. Oh, das Gesicht wäre göttlich. Ich wollte es eben nicht machen, weil es ein bisschen komisch ist. Schmeckt ziemlich kacke, aber schmeckt nach Lakritz. Was ist das? Sieht aus wie einfach so wie Brot. Vielleicht ist es getrocknete flache Scheiße. Bestes Brot ever. Das krieg ich nicht weg. Das ist ultra stark, ultra stabil. Du dann wirst kaputt gehen. Ich sag's dir so wie es ist, du wirst kaputt gehen. Oh nein! Gefahr, bitte helfen. Der Stuhl geht doch jetzt noch mehr kaputt. Ach na gut, so Samstag passiert nicht viel. Oh Unge, du tust mir so leid. Oh Unge, oh!
Bis jetzt ist alles, was auf dem Tisch liegt. Guck mal, wie cool das ist. Das ist von Maxify. Das hier, ein Garnel ist von Maxify. Warum kriegt er so coole Sachen, ein Kostüm? Was habe ich bekommen? Er kriegt eine Schlaufe? Coole Sachen? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber... Ein Stock, Alter! Was soll ich mit einem Stock? Ich bin gespannt, ob in meinem nächsten Paket was Besseres drin ist. Bitte lass da was Gutes drin sein. Bitte lass da was Cooles drin sein. Wo soll ich als nächstes Paket auspacken? Auf einem Vulkan, im Dschungel oder in der Wohnung von einem random Australier? Schreibt's in die Kommentare. Bei Krokodil am besten. Das ist ja geil. Ey, so ein Dschungel wäre auch mal geil. Einfach mitten im Dschungel, mitten in nirgendwo, einfach Pakete auspacken. Das wäre echt mega cool. Also, das würde ich feiern. Ich würde B nehmen. Mach's wirklich. Das Ding ist, das sieht sehr suspekt aus. Und es ist sehr durchnässt. Das ist ein Jahr alt, wenn da... Am besten im Regenwald. Darf ein Regenwald einfach rein? Dann wäre es geil, einfach so ein Regenwald-Paket auspacken. Mach das, einfach Regenwald. Lebensmittel drin stecken. Schreibt ihnen das unter die Kommentare. Im Regenwald, mitten im Dschungel, auspacken. Direkt hier runterspringen. Bitte lass was Gutes drin sein. Bitte lass was Nices drin sein. Bitte lass was Nices drin sein. Bitte, bitte lass mich auch mal was Cooles kriegen und nicht nur mal Maxi fallen. Okay, wir haben hier... Da kannst du aber hoffen, dass nichts Gutes drin ist. Oh. Was zum Teufel? Verbranntes Zeug? Verbrannte Gummibären? Warum ist das so schwarz? Warum ist das so schwarz? Warum ist da was Schwarzes drin? Da ist Erde drin oder so. Du hast mir f***ing Erde in ein Paket gesteckt. Okay, das ist dann schon ein bisschen besser. Nur die Gummibären sind ja eingepackt. Das ist nicht schlimm. Ich habe keine Ahnung, was das ist und irgendwie will ich es auch nicht wissen. Wir haben hier... Sieht aus wie ein, Was? Da hat gerade was geknistert. Warum ist das so braun? Na, wir haben hier irgendwas... Das riecht wie Kot. Das ist so schmutzig, das ist so durchnässt. Das ist so ekelhaft. Was ist das? Ah! Ist das die Schokolade? Ja. Und Rittersport. Rittersport habe ich früher sogar mal gern gegessen, auch mittlerweile. Schmecken die mir nicht mehr. Vielleicht liegt es am Geschmack, der ändert sich ja mit den Jahren immer wieder. Oder die haben einfach die Rezeptur geändert und deswegen schmeckt. Ich esse jetzt sowieso keine Schokolade mehr. Also ich esse wirklich, wirklich kaum noch Schokolade. Da ich so ein bisschen Diät mache, lasse ich die Schokolade eigentlich sehr, 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 sehr möglichst weg. Es riecht extrem verschimmelt. Schade, weil jetzt schon seit, glaube ich, 3 Monaten oder so, 2 Milka-Tafeln hier, die Kuhflecken in meinen Kühlschrank vergammeln, da ich sie nicht anrühre. Aber irgendwann vielleicht mal, kann ich dann sagen, in 4 Jahren, oh, heute kann ich sie mal essen. Irgendwas nicht richtig. Wie lange ist Schokolade haltbar? Schokolade hält eigentlich, man kann sagen, okay, fast... die Schokolade ist nicht mehr gut. Schmeckt ewig, die aber die schmeckt dann nicht mehr. Das schmeckt so ekelhaft, das... Kann Schokolade wirklich ablaufen? Ich weiß, die haben Mindesthaltbarkeit. Mindesthaltbarkeit. Ja, die haben ein Haltbarkeitsdatum, genau. Die haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum, aber die ist dann nicht mehr so schön. Aber ob die wirklich abläuft, ich meine, das ist so größtenteils nur Zucker. Das ist genau wie Mauams oder Mambas und die ganze Scheiße. Es läuft zwar ab, aber es läuft nicht wirklich ab. Es ist ja fast nur Zucker. Schimmel, die ganze Schokolade ist einfach ein großer Schimmel. Deswegen ist das alles so schwarz. Okay. Die Haribo schmecken noch. Warte mal. War da eine Mandarine drin? Aber Gummibärchen sind da auch groß, nur Zucker, ne? Entweder da war Erde drin oder eine Mandarine, die sehr, sehr, sehr verschimmelt ist und sich einfach aufgelöst hat in Schwarz. Die hat sich aufgelöst in Schwarz. Das nächste packe ich mal ein Paket wieder von mir aus. Das ist einmal dieses wunderschöne Paket hier. Ein Minecraft-Buch. Minecraft-Handbuch. 20 Euro! 20 Schweizer Franken habt ihr für mich ausgegeben. Boah, wie cool. Vielen Dank. Also, hier steht bei, wie man Lava machen kann oder so. Sehr, sehr, sehr cool. Dann haben wir noch, ein Handbuch, Farmhandbuch. Vielen geil. Dank. Es gibt solche Bücher, Alter. Wie krass. Ich meine, ich würde sie mir nicht unbedingt kaufen, weil die Bücher... Bücher kann man nicht updaten, das ist immer das Problem. Lieber lade ich mir das alles von den Wiki Minecraft runter oder jetzt wie bei Stardew Valley, wenn ihr das Spiel kennt, übelst geil übrigens. Sowas lade ich mir von Wiki runter, druck's mir aus und wenn das geupdatet wird, das Spiel, und da vieles Neues dazu kommt, dann kann ich mir die abgedatete Seite runterladen und aus meinem eigenen Heft rausnehmen und wieder die neue reintun. So ist das Buch bei mir geupdatet. Kaufst du so einen Guide irgendwo, die kannst du nicht updaten, das ist immer das Problem. Ich hatte mal vom WoW früher die Lösungsbücher gekauft. Was heißt Lösungsbücher? Diese Strategie-Guides hießen die, glaube ich. Ich habe die noch im Keller liegen sogar.
Aber die bringen jetzt nichts mehr. Weil das, was da drin steht, das gibt heute bei WoW alles nicht mehr. Das macht keinen Sinn mehr. Und so, an dem Punkt habe ich mir gedacht, es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, sich solche Guides zu kaufen. Weil alles, was da drin ist, läuft mit kommenden Updates ab. Und das kannst du nicht updaten. Innovative Nicht-Lachen-Challenge. Bringt es mich zum Lachen oder nicht? Sonst ist es fake. Kevin beim Arzt. Früher bei Tomb Raider, bei den ersten 1 bis 5, da haben wir uns immer die Lösungsbücher geholt, meine Mutter und ich. Da haben wir immer geschaut, wenn wir nicht weiterkamen, haben wir mal reingeschaut, weil die hast du ewig. Damals, oder PlayStation 1, PlayStation 2 Spiele, die Lösungsbücher von Final Fantasy hatte ich immer welche, vor allem von den ersten beiden, weil das war ja ultra schwer und bei den zweiten war das mit den Passwörtern und so. Ja, da war das schon cool. Aber jetzt hallo, bringt das nichts. Hallo, ich heiße Kevin, Arzt. Hallo, Kevin. Ich habe ein Problem. Das sagten sie bereits. Oh, fertig gemacht. Ich verstehe es, weil er heißt Kevin und der Arzt sagt, dass sein Problem ist, dass er... Was ist das eigentlich mit dem Kevin? Was hat das eigentlich auf sich? Wo kommt das her? Dieses, typisch Kevin. Ich verstehe es nicht. Was mache ich hier eigentlich? Noch Süßigkeiten? Hä, wo sitzt der jetzt eigentlich? Der hat einfach die Position gewechselt. Ich meine, das sieht geil aus, aber Das ist, glaube ich, das einer der besten Pakete, die ich bislang gekriegt habe. Dann haben wir auch noch einen Brief. Lieber Maxify. Eine Brief. Das ist gar nicht Science. Wäre ja auch zu schön, das um wahr zu sein. Das war gar nicht na gut, dann beschäftige ich mich jetzt mit meinem Stock und meinen Gummibändern. Ah, nein, ich habe eine bessere Idee. Was ist, wenn ich hiermit einfach spiele, hä? Hat der nicht noch ein Paket oder was? Cool, ja. Guckt euch das an, was ich bekommen habe. So tolle Sachen bekommen. Vielen lieben Dank. Da hinten ist einfach der Mond zu sehen. Also wirklich, wortwörtlich. Ich habe hier 3 Pakete mitgenommen. Mit nach Madeira. 3000 Kilometer. Ich habe extra einen Koffer gezahlt, damit ich die noch mitnehmen konnte. Und ich krieg einfach... Ein Stock! Was ich jetzt mit dem mache? Das mache ich jetzt mit dir. Er hat McDonalds-Zeug gekriegt, was wahrscheinlich schon Rarität ist und erinnert sich nur an diesen Stock. Du kannst mich mal. Oh mein Gott, er hat da Brandbeschleuniger drin oder was? Das nicht mal funktioniert! Sehr gut! Was passiert eigentlich, wenn es da oben brennt? Wie soll die Feuerwehr überhaupt so schnell dahin kommen? Oh nein! Oh. Wow, Wachsstreifen? Wie funktioniert sowas? Einfach drauflegen, oder? Aber aua, aua, aua! True, ja, jetzt weiß ich wieder. Und jetzt kann ich abziehen. Muss man nicht erst kurz warten? Aua! Ich muss mich dafür hinlegen. Wie? Ich muss mich dafür hinlegen? Was? Ich frage mich, was die Touris denken, wenn die jemanden auf dem Tisch liegen sehen, der sich Waxing-Zeug auf die Arme reibt. Ja, das ist so weh. Das und? Die Haare sind so stabil, das hilft bei ihnen nicht mal. Sehr gut. Man muss doch erst warten, oder? Bis das Zeug richtig gehärtet ist und dann voll die Kante ruppen, Alter. Das hat wehgetan, aber die Haare sind drin geblieben. Hier steht drauf, Batterien und Feuer. Anscheinend darf das nicht angezündet werden. Ja, Brandbeschleuniger funktioniert. Wieso hat er noch so ein Ding auf dem Arm? Wahrscheinlich hat ihn sein Bruder jetzt gesagt, du musst das eine Weile drauf lassen. Das Ding ist, das brennt nicht. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Glück gehabt. Ich hatte auch mal Spiritus gekauft für einen Grill und das hat einfach nicht gebrannt. Ich konnte einen Liter drauf kippen, das Zeug hat einfach nicht gebrannt. Ich weiß nicht warum. Dann habe ich jahrealtes, was ich rumstehen hatte, 3-4 Jahre genommen und das brennt einfach wie Hunds, Alter. Ab, Tarik. Wir haben hier einmal eine Dose mit nix. Was ist da drin? Ist da irgendwas Cooles perfekt. Drin? Perfekt. Da ist gar nichts drin. Wir haben hier einen Controller, Xbox-Controller. Hä, wie cool. Nice. Ich hab zwar keine Xbox, aber trotzdem mega nice. Und? Ich muss sagen, ich mag die Durchsichtigen nicht wirklich. Diese durchsichtig sind. Jetzt hat's geklappt. Alter. Das hat wirklich mehr weh getan, als es sollte, glaube ich. Ich glaube es. Ich bin am Bluten. Okay, let's go. Immerhin kann Unge mich jetzt nicht mehr Dönermann nennen. Inshallah. Stuhl ist auch sehr bequem, wenn man auf einem Bein sitzt. Also ich muss meine auch mal wieder. Also ich mache die nicht ganz ab, aber ich trimme die immer auf eine bestimmte Länge, weil so extrem behaart möchte ich dann auch nicht sein. Genauso wie an dem Bein. Da mache ich auch immer. Ich nehme immer dann eine Haarschneidemaschine und dann mache ich die kürzer. Aber ganz ab nicht, aber kürzer. Weil ich will nicht so behaart dafür sein. Das gefällt mir dann überhaupt nicht.
Verdammt! Wie kann der so... Ach, ein HP wetten, ich wusste es. Dafür sieht er auch noch schön Popcorn, stabil aus. Oder was auch immer das sein soll. Oha, das ist ein Komplex. Dann haben wir noch ein iPhone 4. Ich wette mit euch, dass da entweder ein Stein drin ist oder ein Stock. Pokémon-Karte! Oha, ein Eevee. Und wir haben hier noch einen süßen Hamster. Oh, wie süß der ist. Oh nein, der Hammer wird ihn deformieren. Oh nein, das funktioniert doch eh nicht. Ja, leider brennt er nicht. Wieder. Oh, oh. Boah, ich hab gar keinen Bock mehr. Boah, ich fühle da gleich mit, Alter. Das hat echt mehr wehgetan, als ich es gedacht hätte. Und. Ah, oh, das ist eng geblieben. Oh, das ist ja noch schlimmer. Das waren alle Geschenke. Hier sind super schöne Geschenke. Das sieht aus, die eine Hand so voll blau und noch voller Haare und da auf der anderen so ein Fleck frei, Alter. Wofür ich mich bedanke, aber die ich leider zurückgeben muss an Maxify. Das sind meine Geschenke, die ich behalten darf. Dankeschön an Unge, der mir diesen Tisch geliehen hat, der aus erstaunlichen Gründen heute nicht kaputt gegangen ist. Oh, ich mache jetzt den Tisch von Unge. Wow, Spaß reingelegt. Witzig, fast kaputt gemacht. Nicht, war nur Spaß. Er schmeißt sich gleich komplett selber drauf. Ich wusste, dass er noch drauf haut, aber nicht, dass er sich selber drauf schmeißt. Ach, Unge, du tust mir so leid. Da hinten steht einfach der Feuerlöscher im Gras links. Ich wollte gerade fragen, ob das weh tut, aber... Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, das weiß ich auch nicht, also kann ich nicht erklären. Mann. Das ist ein Familienerbstück und der darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Also wenn das die Leute sehen, die denken echt, der sammelt Sperrmüll. Im Froschkostüm. Was ist das hier für ein Krach? Ich komme deinen Tisch zurückbringen. Deinen Tisch. Ich hab dir gesagt, das ist das erste Mal meiner Oma. Du kannst den Feuerlöscher behalten. Das ist nett. Wenn du meinen Tisch kaputt gemacht hast, glaube ich, einmal alle angesprüht. Aber ich warte so mal, Angst, warte mal. Dieses. Oh! Junge, ich hab das. Ey, das ist nicht mein Kostüm. Ey, mein ganzer Arm ist jetzt weiß. Guck mal, das klebt da dran! Neu mit Trinköffnung. Oha, der hat einfach eine Trinköffnung, Alter. Was ist das? Latte Macchiato. Oh. Ich mag lieber noch diese Trinköffnung. Ja, heute. Scheiße, ich habe kein Anschaumaterial. Die sind echt mega geil, Alter. Wir Fanpakete aus, die 7 Monate alt sind. Hoffentlich ist da nichts zu essen drin. Sonst kann der Versender diesmal nichts dafür. Mal stell dir mal vor, der hat eine frische Orange reingetan und du packst die 7 Monate später aus. Ey, wenn ich ein Paket kriege, ich kann gar nicht erwarten, das auszupacken, weil manchmal bestelle ich wirklich, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit, bestelle ich so viel, dass ich gar nicht mehr weiß, in welches Paket was drin ist oder was ich überhaupt bestellt habe. Die stehen schon seit 7 Monaten in meinem Zimmer und ich muss schon ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer komme, muss ich fast kotzen. Also ihr könnt es nicht riechen, aber die... Das wär's ja, wenn es so Geruchsmonitore jetzt geben wird und Geruchskameras, dass der Geruch in die Kamera reingeht und aus dem Monitor wieder rauskommt. Ich würde kein Video mehr gucken. Das stinkt extrem. Also das stinkt... Also wie kann man da in dem Zimmer noch wohnen? Eins von diesen Paketen ist kein Fanpaket. Ich hab mir auch einen Koffer ersteigert. Den machen wir später auf. Da ich sehr davon ausgehen werde, dass in diesem Video wieder... Was ist das jetzt? So ein Mystery-Koffer? Wie damals die Mystery-Boxen? Jetzt sind's Mystery-Koffer. Gucken wir, ob das jetzt eine Verbrannung... Wo Luca lauter Klopapier drin hatte. Die Badewanne ist oder mein Haus abfackelt, möchte ich mich schon mal finanziell absichern. Und zwar mit Schub. Schub ist das größte deutsche Cashback-Portal. Das heißt, wenn ihr über Schub bei einem von 2000 Partnern etwas einkauft, kriegt ihr... Geht zurück. Es ist ganz simpel, ihr müsst euch nur... Hab ich mal probiert, macht keinen Sinn.
Also ich fand da, also was, wo, wenn ich was bestellen wollte, wie Amazon war da bei mir zum Beispiel gar nicht dabei, ist jetzt zwar schon eine Weile her, bei irgendeinem Shop, wo ich bestellt habe, da gab es bloß 1%, das hat sich eigentlich gar nicht gelohnt. Zu registrieren, dann auf einem Shop gehen, wo ihr etwas kauft. Ah, Lieferando ist gut, das gab es bei mir damals auch nicht, wo ich da drin war. 4% Cashback, ist auch nicht gerade viel, aber immerhin was, wenn du öfter bestellst, lohnt sich, ja dann ist es schon geil. Wenn ihr möchtet, hier zum Beispiel bei Lieferando bekommt ihr 4% von eurer Bestellung zurück, klickt auf Cashback aktivieren und könnt wie gewohnt etwas bestellen. Es ist nichts anders, außer, dass ihr Geld zurückbekommt. Also hat er mir einfach ein Metallstück geschenkt. Was ist das, Mann? Ich habe jetzt was für 14 Euro bei Lieferando bestellt und bekomme 56 Cent zurück. Schub finanziert sich einzig und allein davon, dass sie eine kleine Vermittlungsprovision von den Partnern erhält. Das heißt, es gibt keinen Datenhandel. Das ist das. Naja, mit dem Datenhandel glaube ich nicht so. Ist jetzt zwar nicht so schlimm, weil alleine wer auf Facebook registriert ist, den sollte das nichts mehr ausmachen. Aber sonst, ist halt wirklich so, die finanzieren sich wirklich durch sowas, dass sie dich vermitteln und durch den Klick auf den ihr Link und den Kauf dann auf diese Seite, kriegen die halt einen Anteil von dem Verkauf und du kriegst dann von dem Anteil, den die kriegen, die 4% wieder zurück. Eigentlich ein cooles System, ne? Es ist ein simples System, dass man gut Geld verdienen kann. Eigentlich wirklich krass. Ihr müsst nicht eure Kontodaten angeben oder irgend so eine schäbige Kacke. Es ist alles legitim und fair. Und wenn ihr euch über meinen Link in der Beschreibung registriert, bekommt ihr gratis 10 Euro geschenkt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist über Schub einen Einkauf tätigen mit einem Mindestbestellwert von 10 Euro. Das heißt, ihr könnt etwas für 10... Na gut, wenn ich bei Lieferando bestelle, bin ich da schon drüber. Aber ich darf eben durch meine Diät nicht mehr bei Lieferando bestellen. Weil ich sonst immer eine Pizza bestelle. Und so eine Pizza hat schon über 1000 Kalorien. Dann trinke ich hier mein Energy. Gut, der hat nicht viel. Der hat bloß 46 auf 100 Milliliter und das ist bloß eine 250 Milliliter Dose. Also so unter ungefähr, rechnen wir mal, 50 Kalorien pro 100 Milliliter. Das sind dann 125 ungefähr. Jetzt ziehen wir halt noch 16 Kalorien ab und dann haben wir den genauen. 10 Euro bestellen, bekommt dann 10 Euro zurück und die Bestellung ist praktisch gesehen... gratis! Fangen wir jetzt wirklich 16? An mit dem... Habe ich 16 gesagt oder habe ich jetzt 12 gesagt? 12 habe ich gesagt, ne? Video. Okay, dann packen wir mal das erste Fanpaket aus. Das ist von Reichard Hartweg. Aha. Ah, nee, das ist seine Adresse. Aha, sehr cool. Wir haben hier einmal... ein ausgetrocknetes Feuchttuch oder was? Und ein Messer. Etwas, was ich mir immer schon gewünscht habe. Und... ein Messer. Vielen lieben Dank, Reichert. Das hat mich sehr gefreut. Als Ersatz habe ich mich dieses auch Paket freuen. Hier. Das Paket ist eigentlich vom Haufen hier, von Kacke und Bombenhaufen. Ich habe eigentlich von Kacke und Bombenhaufen. Ich frage mich gerade, ob der Hintergrund nur so für die Videos dekoriert ist, bis auf die Sticker, die an der Scheibe kleben. Wo sich die Leute von draußen mit. Na gut, von draußen sieht man die ja nicht. Sieht man bloß weißen Fleck. Aber ob der Hintergrund wirklich so ist, hinten der PC-Tisch und. Die Blumen so, ey, wenn dann, ist geil, Alter. Ist wirklich stylisch. Ich mag Blumen. Voll vergessen, warum dieses Pflanzen Paket auf so. Dem Kackhaufen war. Okay, wir gucken mal rein. So, wir haben hier einmal zuerst einen Brief. Bin ich mal gespannt. Hey Elias, ich bin Jenny, bin 15 Jahre alt. Deine Videos haben mich echt immer zum Lachen gebracht. Vor allem in der Zeit, aus, in der ich am meisten gemobbt wurde. Durch dich wurde ich noch mehr gemobbt. Wir haben hier einmal... hat die gerade gesagt, durch dich wurde ich noch mehr gemobbt? Warte mal. Am meisten gemobbt wurde, durch dich wurde ich noch mehr gemobbt. Wir haben hier einmal... Macht total Sinn! sehr coole Schokolade. Die Arme, Alter. Das schmeckt tatsächlich ziemlich gut, obwohl es 7 Monate alt ist. Eistee. Ist das echt schon 7 Monate her, oder die Pakete, die gekriegt hat? Okay, die Schokolade hat 7 Monate gehalten, aber das hier nicht. So, dann... Ich mag den Eis ja aus der Dose sowieso nicht. Ich hab mal sogar Capri-Sonne. Jeder kennt Capri-Sonne. Hab ich mal aus der Dose probiert. Das schmeckt ekelhaft. Vor allem, weil da auch Kohlensäure drin ist, solche Dinge, hä? In normaler Capri-Sonne ist da keine Kohlensäure drin. Wieso ist in der Dose Kohlensäure drin? Das macht den Geschmack kaputt. Also fand ich zumindest. Dann haben wir einmal noch M&M's. Oh, die steht drauf. Cool. Hoffe, du hast eine... Kann ich auch nicht mehr essen, Alter. Ich wollte mir letztens eine Packung holen. Da gucke ich hinten drauf. Ach, hier steht sogar. Hier. Auf 100 Gramm 215. Na gut, das sind 200 drin. Wenn du die mit Eimer frisst, oh ja. Wenn du dann noch so eine Pizza von Lieferando hinterher und das Ding, da hast du schon 500 weg an den, 1500 weg ab den Tag, Alter. Ah, hier steht sogar die Gesamtzahl, 516. Eine Nussallergie. Wir haben hier einmal eine... Ich glaube, jetzt habe ich die Kamera falsch gehabt, hä? Ich muss mal kurz gucken.
oder so. Was ist hier drin, Alter? Was ist das? Mach mal auf hier. Jetzt fällt mir jetzt erst auf, dass das so ein Yoshi-Geräusch ist. Ever. Ich glaube, ey, das hat so gestunken. So, wir haben einmal eine, ich weiß nicht, ein Gummiband. Was mache ich hiermit? Für die Zukunftsplanung. Leider bin ich steril. Dann haben wir noch ein. Das sieht aus! Für ein romantisches Bad. Das sieht aus! So, sieht so mit durch die Brille, so wie so ein Harry Potter auf Wish bestellt, die Lego-Haare und einen Schnuller im Mund. Das ist geil. Schmeckt tatsächlich sehr salzig, aber schmeckt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schmeckt Seife schon immer so gut? So, dann haben wir einmal. Ich wasche mein Obst auch ständig mit Seife ab. Mir wurde immer gesagt, ich soll das Obst abwaschen. Ein Ingwer-Shot? Okay. Okay, cool. Nein, trink das nicht! Das ist so was an der Napota. Das kannst du doch nicht bringen! Pass auf! Ich habe da irgendwas getrunken, was kein Ingwer-Shot war. Also, das halte ich für ein Gerücht, aber gut. Ich würde das sehr gerne essen, aber ich weiß, dass es giftig ist, deswegen tue ich das nicht. Hier haben wir noch Lippenstift. Jetzt hat es sogar in der Haare. Oh, ich scheiß mich da hinten voll. Ja, friss so, erst. Friss erstmal Lippenstift, das war kein Lippenstift. Das ist WC-Duftstein. Vielen Dank, das kann ich sogar gebrauchen, weil ich muss gleich richtig hart scheißen. Was mach ich? Ja, bei dem, was der gerade alles frisst, würde ich auch hart scheißen müssen. Nur ob es rauskommt, ist die Frage. Wie war das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie geht das? Das ist Knete? Was ist das? Und dann haben wir noch einmal einen Kaffee Knete. Mit einem Sieb. Kaffee mit einem Sieb. Ich frag mich eigentlich gerade, ob er wenigstens schon ein RTW unten vor der Tür bereitstehen hat und ob der im Krankenhaus schon ein Stammgastbett hat. Vielen lieben Dank für den Kaffee, hat sehr geschmeckt. Ein Bild von Kevin. Und, was ist das? Isana Dekolleté Serum? Was? Ja, das braucht er auf jeden Fall! Natürlich! Ist das... Schmeckt aber nicht so gut. Na gut, vielleicht wird's dann von innen schön. Wir haben eine Klingel. Dann war's das auch schon. Dankeschön an Need to Know Edits für das schöne erste Paket. Ach ja, und um das Video noch ekeliger zu machen, habe ich mir zusätzlich noch fremde Reisekoffer ersteigert. Hier ist... Wo kann man fremde Reisekoffer ersteigern? Die ist geklaut und du kannst sie irgendwo kaufen, oder was? Ist noch der andere Koffer. Die machen wir gleich auf. So, 100 Euro und 150. Das sind wie Mystery-Boxen, Alter. Bloß, dass es da 500 und 1000 Euro-Dinger gab. Willst du nie kaufen, Alter. Na, vielleicht schon. Nee, eigentlich nicht. Das ist aber gut. Okay, oh. Wir haben jetzt 2 Tage später, weil mir nach dem Paket echt übel wurde. Ich glaube... Der Eistee war wirklich abgelaufen. Und ich hab den... Ich bezweifle gerade, dass das irgendwie an den Eistee lag. Aber gut, okay. Man kann's ja mal so hinnehmen. Für die Wissenschaft. Toilettenstreifen nicht abgekommen. Der geht nicht ab, Mann. Naja, wie... Warte mal, da ist er jetzt nicht 2 Tage mit den Toilettenstreifen rumgerannt. Wie auch sei, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Dieses wunderschöne Paket hier. Das hab ich nicht, Alter. Jetzt, ey, das war doch... Er hat doch gerade noch... Das kann nicht normal sein. Ja, mal zu kosten, ob es immer noch schmeckt. Okay, das schmeckt echt nicht so geil. Wofür ist das überhaupt? Was ist das? Für Brust, Dekolleté und Oberarme. Ey, mir wird schon schlecht, wenn ich alleine daran denke, dass er das gefressen hat. Ja, von... So, es sind wieder 2 Tage vergangen. Beim ersten Mal war das nur ein Scherz, aber ich bin jetzt dieses Mal wirklich krank geworden. Übrigens, das Mädel vom Paket vom eben hatte auf einem Brief ihre Nummer dabei gepackt. Also noch 2 Tage das Zeug da drinnen vergammeln ist jetzt noch... Mann, das Zeug ist jetzt also noch 2 Tage länger vergangen. So. Ich ruf die einfach mal an, gucken, was sie sagt. Oh. Hallo? Hallo? Hier ist Need to Know, dort ist deine Nummer auf diesem Brief geschrieben. Ich hab dein Dekolleté-Serum gegessen. Die Frage ist überhaupt, warum schickt sie ihn sowas? Und er kommt einfach so, ruft an, ich hab dein Dekolleté-Dings gegessen. Perfekt, Alter. Sehr gut. Ich hätte auch nicht anders geantwortet. Das ist ein bisschen unangenehm. Dieses
Paket sieht echt gut aus. Hier sind alle Insider von meinen Videos drauf. Einmal eine Katze, sitzende Taube, Mandarine. Das Serum war nicht echt, bitte nicht nachmachen. Das war aber klar, aber trotzdem ist es lustig. Rina, das ist echt, das sieht echt gut aus. Vieles von dem, was der bestimmt so isst, was man nicht essen sollte, ist nicht echt. Da ist was anderes drin oder so, oder die Aufkleber ausgetauscht. Also, wirklich mit Vorsicht behandeln. Gut, das werde ich ausnahmsweise mal nicht verbrennen. Wir haben hier einmal, oh, Socken! So, dann haben wir noch eine zensierte Banane. Ich meine, wer das Zeug frisst, der hätte sich doch schon dreimal übergeben. Glaube ich. Dann haben wir noch einmal, keine Ahnung, was das hier sein soll. Gustavs Cat Dreams für ein richtiges Leben als Katze. Was hat die mir hier für Furry-Dinger geschickt? Anscheinend soll ich jetzt eine Mandarine zum Furry machen. Das kann ich sehr gerne machen. Ey, das ist schon echt ziemlich cool. Warte, ich muss noch ein Gesicht zeichnen. Das kannst du auch nicht lange aufheben. Haben Katzen Nasen? Hier einmal eine Katze. Die Nase ist perfekt. Oha! Einfach meine Lieblingsserie. Oha, wie gut. Oha, wie schön. Etwas Normales ist da drin. Ein etwas normales, mäßiges Objekt ist im Paket. Ich weiß es nicht. Das werde ich nicht kaputt machen, Mann. Es können auch tolle Geschenke dabei sein. Es muss keine verschimmelte. Das werde ich nicht kaputt machen. Beste, Alter. So als ob ich mache alles kaputt. Schickt mir mehr. Alte Mandarine sein. Keine Ahnung. Was liegt denn da jetzt rum? Was das sein soll, das riecht gut. Ich glaube, das sind Blumen oder so. Blumen? Ja, das sind Blumen. Und das daneben, was ist das? Ja, dann würde ich sie natürlich auch fressen. Das ist ganz normales Blumenverhalten. Was ist das? Wie so ein Kleinkind. Erstmal kosten. Das kann man aber nicht essen. Was ist das? Lavendel und Nelke. Lavendel hat noch gut geschmeckt, aber die Nelke... Okay, machen wir direkt weiter. Ich habe gerade Bock auf einen Koffer. Also, wie gesagt, das hier sind verlorene Koffer, die monatelang bei der Deutschen Bahn standen, aber nie abgeholt wurden. Ich habe mir die legal für 350 Euro ersteigert. Die kann man echt kaufen, wenn die keine abholen? Also, ich kenne das zum Beispiel bei Fahrrädern, die gefunden werden und abgegeben werden bei der Polizei oder bei der Stadt oder so, wo auch immer die man abgeben kann. Oder... verlorene Fahrräder, ist ja selber, dass man die Monate oder Jahre später, wenn sie keine holt, wenn sich keine meldet, kriegen die neue Rahmennummer, werden neue Papiere ausgestellt und dann kann man die dort kaufen für ein paar Euro. Das kenne ich zum Beispiel. Hat auch ein Kumpel von mir schon gemacht. Der hat ein richtig geiles Mountainbike gefunden. Das hat er für 20 Euro gekauft. Das war bestimmt so ein Mountainbike, was 300 Euro wert war. Also so sah es auf jeden Fall aus. Noch fast wie neu. Also meckert jetzt nicht rum, wenn aus Versehen hier irgendetwas kaputt geht, weil ich bin der legale Besitzer hiervon. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Wer hat von den Koffer oder auch von den Inhalt? Das ist eine Frage, die man stellen sollte. Stand auch da, dass man den Inhalt mitkriegt oder dass man nur den Koffer kriegt und den Inhalt zurückschicken soll? Hat denn hier seinen Koffer vergessen? Also, wir haben hier einmal Schuhe. Oh, die. Stell dir vor, du kaufst so einen Koffer und da sind auf einmal lauter... wie soll ich das sagen? Frauenspielzeuge drin, die bananenähnliche Form haben. Sehen cool aus. Die sind ein bisschen eng, aber... sollten gehen. Dann haben wir noch einmal eine Tasche. Da hast du dann krumme Zehe, wenn du damit rumläufst. Oha, die sieht voll cool aus. Eine... einfach ein Spielzeug, einfach ein Ei, das ist nicht ausgepackt. Ich hab noch nie einen erwachsenen Mann gesehen, der sich so über Spielzeug freut. Das ist noch neu. Was ist hier drin, Mann? Wie geht das auf? Ich glaube, das ist einfach so, wie oder? Wie geht das auf? Was mache ich mir mit? Das ist einfach nur. Das ist einfach nur ein Plastikei. Ja. Da. Na gut, wenn du es so haben möchtest. Oh nein, er holt einen Hammer. Oh nein. Oh oh! Der Tisch! Der Tisch! Er lebt noch. Nein! Da ist irgendwas drin. Ich schwör's euch, da ist irgendwas drin. Ich mach keinen Spaß. Nein, bitte nicht, der Tisch! Jetzt ist ein Loch drin! Jetzt ist ein Loch im Tisch! Sehr gut. Das hat man auch noch nicht. Das ist geil. Oh, die Tischdecke ist stabil, Mann. Das Ei auch. Wir haben hier einmal Bruno Banani Parfüm. Oh. Das, das sollte man nicht machen. Das ist ganz gefährlich. Der riecht tatsächlich ziemlich gut. Wir haben hier dann noch eine Puppe. Ach, das arme Kind, Alter. Also nicht die Puppe, aber das Kind, das das verloren hat und seine Puppe sucht. Die werde ich ausnahmsweise nicht kaputt machen, weil ich dann wahrscheinlich ein Kind zum Weinen bringen werde. Wir haben noch Schuhe. Na gut, die hat ja den Tisch kaputt gemacht, nicht die Puppe. Crocs? Oha! Hä, die passen! Ich kann das sogar gebrauchen! Ein Haarband? So als ob, ich kann mir keine Schuhe leisten. Oh, das sieht stylisch aus. Eine Sonnenbrille?
Also passt jetzt gut zu den Hemden. Noch eine Sonnenbrille. Zu den T-Shirt, ja, und zu der Sonnenbrille. Noch jetzt eine Sonnenbrille. Ich kann. Jetzt sieht er aus wie Sandra für Arme. Ich kann gar nichts mehr sehen. Das hier ist ein, keine Ahnung, ich kann nichts sehen. Ein Pyjama, ein Schlafanzug. Ist sogar noch neu. Ich muss ehrlich sagen, das ist ziemlich drippy, oder? Das soll ein Pyjama sein, Alter. Also was würde ich nicht anziehen. Das würde mich stören, als wenn ihr so wie ein Hemd ist, wie so ein Anzug und dann noch Knöpfe dran. Das würde mich extrem stören. Ich stell mal den Koffer im Hintergrund hin, damit man mehr Platz hat. Eine 10-Cent-CD, was ist das, Mann? Koffer hat einen Geringverdiener gehört. Super für Spieleabende und lange Autofahrten. Das große Familienquiz. Du, Gott sei Dank gibt es heutzutage Handys. Wo willst du die CD noch reinstecken? Gibt's überhaupt noch sowas wie... Wie hießen die Dinger? Discman? Gibt's sowas überhaupt noch? Nee, jetzt, das ist eine ehrliche Frage. Gibt's solche Dinger überhaupt noch? Werden die überhaupt noch genutzt? Ich meine, man hat doch heute Handy oder wenn, dann MP3-Player. Wobei, mit MP3-Player sieht man eigentlich auch noch kaum jemanden. Oder? Gibt's noch Leute, die MP3-Player benutzen? Ich meine, du hast dein Handy, du kannst Bluetooth-Kopfhörer dran machen oder einfach Kopfhörer reinstöpseln. Das ist doch viel bequemer. Auf dem MP3-Player kannst du zum Beispiel kein YouTube oder Spotify machen. 21 Gründe, wieso es nicht falsch ist, seine Cousine zu heiraten. Das ist nicht auf der CD. Mit als Gast meine Cousine. Grund Nummer 21. Jetzt wissen wir warum. 20. Er fängt mit Grund Nummer 21 an. Was ist das denn für eine Familienquiz-CD? Haben wir noch eine Badeente? Ich weiß nicht, wo die schon gewesen ist. Eigentlich will ich es nicht wissen. Die ist stylisch. Einfach der krasse Boss. Ein Poncho. Das kann ich tatsächlich gebrauchen. Hier sind Sachen drin, die man tatsächlich gebrauchen kann. Und irgendwie stört mich das. Warum stört einen das, wenn da Sachen drin sind, die man gebrauchen kann? Wo? Findet das Loch. Dann haben wir noch eine Menge Socken von Teddy. Socken. Alter, welcher Geringverdiener kauft bei Teddy ein, Mann? Wir haben hier Schuhe. Socken bei Teddy? Alles klar, okay. Das jetzt ist aber aus. Jetzt war's das. Das war's sofort. Oh, jetzt habe ich mir hier drückt. Jetzt werden hier Untertitel angemacht. Herren Sportschuhe? Komischerweise. Passen diese Schuhe mir? Übrigens ist es vollkommen okay, wenn ihr bei Teddy einkauft. Also es ist okay, ein Geringverdiener zu sein. Dann haben wir hier einen Haufen Servietten. Wer auch immer. Also, bei Teddy kriegt man wirklich viel Kleinkram. Okay, es ist wirklich schön dort. Man kriegt viel Dekoration, wenn man welche braucht. Wie das hier hinten, die ganze Deko. Die habe ich auch aus Teddy, bis auf die Pokémon und die Minecraft-Figuren. Weil ich mir vorstellen kann, dass es die auch so... Scheiße, geht nicht. Achso, ich habe ja manuell Fokus. Dass es die auch bei Teddy gibt. Gibt's bei Rewe und bei Rossmann gibt es die, glaube ich, auch. Oder gab es mal. Ich weiß nicht, ob es die noch dort gibt. Aber bei uns liegen die zurzeit bei Rewe rum. Wer Vietten mit in den Urlaub nimmt. Übrigens, das Ganze ist komisch. Wer nimmt eine Lichterkette und eine Badeente? Wer nimmt eine Badeente mit in den Urlaub? Vielleicht wurde sie aber auch dort gekauft und wollte mit nach Hause genommen werden. Oder aus dem Hotel geklaut. Kannst du nicht eine Woche ohne deine Badeente leben, Alter? Was ist das, Mann? Eine Michael Kors-Tasche. Da ist leider nichts drin. Das wär's, ich nicht, ja. Will ich nicht. Geringverdiener. Oha! Ein Manga! Oha! Wow! Ich hab keine Ahnung, was das für ein Manga ist, aber sieht ziemlich cool aus. Wir haben den dritten und den vierten Teil. Dann haben wir hier noch... Der Arme, der das verloren hat, der beißt sich jämmerlich im Arsch. Fabian Designerglanz. Strumpfhose, ne? Strumpfhose! Oha! Ich wollte schon immer mal eine haben, Mann. Ich wollte schon immer... Frag Mama! Ist nur für ein Bein? Nur für ein Bein? Welcher Mensch... Holt sich eine Strumpfhose für ein Bein? Mann. Nein, das ist für was zwei. Was mache ich hier mit? Oh, nee, da sind zwei Beine. Okay, never mind. Oh, Alter, ich Gänsehaut, wenn der sie so anzieht. Hier, Alter. Kranker Scheiß. Ich mag so einen Stoff überhaupt nicht. Das stinkt mehr, als es sollte. Ein Rasierer. Ha, jetzt macht der so noch weiter. Oh, diese Billigrasierer. Oh, vielen lieben Dank für die... Die habe ich damals, wo ich anfangen musste, mich zu rasieren, ich die probiert, Alter. Damit tut man sich ja mehr weh, als man sich rasiert. Ich habe mir dann einen von Dings geholt, von Gillette hier. Die sind richtig geil. Die Rasierer kann ich tatsächlich gebrauchen. Dann haben wir hier noch ein Handy, ein 10-Euro-Handy. Ich weiß nicht, was für kriminelle Aktivitäten du gemacht hast. Damit kann ich das Mädel anrufen vom ersten Paket, ohne dass sie meine Nummer liegt. Das ist... Deine SIM-Karte da rein, du Satz. Tatsächlich praktisch. Ja, wenn es ein Nokia ist, hält es auf jeden Fall durch. Dein Messer geht kaputt, wenn das ein Nokia ist. Das ist ein Nokia, ne, ist kein Nokia. Oh, ich hab das Handy zerstochen. Oh, scheiße. Mein Bart ist in den letzten...
Es war kein Nokia. Monate sind echt lang geworden, oder? Mein Bart ist eine Visualisierung dafür, wie stark meine Depressionen sind. Desto länger mein Bart ist, desto stärker sind meine Depressionen. Also da würde ich dir mal wegrasieren, damit die Depressionen mit wegrasiert werden. Ich will meinen komplett weg haben. Ich will dir weglasern lassen. Ich mag den nicht. So, mir geht es gerade scheiße. Vielleicht bringt es dir etwas, wenn ich meinen Bart rasiere. Warte mal. Nein, mir geht es immer noch beschissen. Okay, oha, dieses Schild lasse ich nicht mehr schön aus. Wisst ihr, Leute, es kann natürlich auch sein, dass die Person, die diesen Koffer verloren hat, gerade dieses Video sieht. Hm. Aber keine Angst, wenn das so ist und du willst deine Sachen zurückhaben, dann schreib mir einfach auf Instagram. Also, ich würde die danach nicht mehr wieder haben wollen. Vor allem so, wie er sie behandelt hat. Oh, oh. Und ich werde sie dir ehrlich zurückgeben. Und das Handy? Jetzt brennt! Es brennt wieder! Es brennt also, wieder! Wie willst du das jetzt zurückgeben, wenn es brennt? Jones. Das ist sogar neu. Das hier ist neu. Ziemlich cool. Dann haben wir noch eine Hose kariert. Würde ich tatsächlich tragen. Ich glaube, aber... Und gerade wollte ich noch sagen, bei mir würde der Rauchmelder angehen. Das ist für Frauen... Alter, was piept denn hier so, Mann? Was zur Hölle ist das, Mann? Alter, halt dich... Okay, das ist dann Privatrauchmelder, weil unsere darfst du zum Beispiel nicht abmachen, da kriegst du Ärger. Da musst du die Kosten selber tragen für neu anbringen und den Handwerker, der das anbringt. Schnauze! Wir haben wie gesagt dann noch diese karierte Hose. Gucken, ob die mir passt, weil die... Aber es ist genauso, wenn das Ding durchdreht, hat er mir auch mal erzählt, wenn die durchdrehen, er hatte schon welche, die durchgedreht sind, die sind absolut nicht mehr ausgegangen, obwohl nichts war. Und da hatte der Leute, das, die hauen die dann von der Decke, weil sie bekloppt werden. Ich würde das auch machen. Ich sagte, würde ich auch machen. Wenn der nicht ausgeht, dann würde ich den von der Decke ruppen. Der hat der auch gesagt, das ist dann kein Problem, dass die Kosten übernehmen wir dann, weil es war halt ein Defekt. Weil du kannst ja nicht dann zum Beispiel, wenn es Wochenende ist, die ganze Zeit mit den Gepiepse da sitzen. Vor allem, dass die ganze Nachbarschaft hört. Die sieht echt schön aus. Die würde ich halt wirklich tragen, auch wenn es für Frauen ist, die Hose. Hä, die passt mir mega. Die passt ja ultra gut, Alter. Die ist ultra nice, Mann. Was, bitte nicht nachmachen, die Hose anziehen? Hat sich der Koffer gelohnt? Der Rauchmelder, Alter. Was hat er jetzt hier gemacht? Schaut etwas nach. Ah ja, okay. Solange es in Ruhe brennt, ist doch alles in Ordnung. Es brennt. Wow. Yo, Alter, ja, wenn du Technik verbrennst, was erwartest du, dass die Lichter nur weiter brennt? Leute, zündet niemals Plastik an, weil das giftig ist. Also wirklich, ja. Tut das nicht. Mein ganzes Zimmer ist voll mit Rauch. Ach du heilige Scheiße. Warum haben wir keinen Feueralarm, Mann? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Ja, frag ich mich eigentlich auch. Normalerweise sollte jetzt doch irgendwas... Ach so. Ey, Mann, das tut mir gerade wirklich voll leid, ey. Kann man das noch anziehen? Ja, auf jeden Fall. Klar. Ich könnte es vielleicht noch spenden, aber... Dann haben wir hier noch eine kurze Hose. Die sieht nice aus. Die will ich mal probieren. Warum hat diese Hose nur ein Loch, Mann? Beste Hose ever. Ich hab nur ein Bein gehabt, Alter, was ist das? Passt auf jeden Fall, das Hemd ist länger wie der Rock, Alter, da brauchst du den Rock nicht mehr. Hier ist nur ein Loch in dieser Hose, Mann. Wer zieht sowas Scheiß, an, Alter? So, das war dann auch schon tatsächlich alles. Irgendwie tut mir das gerade voll leid, also. Weißt du was, als Wiedergutmachung bügel ich dir dein Shirt. Das sieht ein bisschen zerknittert aus. Nein. Als Wiedergutmachung bügel ich dir das. Oh nein. Oh nein. Dann bin ich fertig. Das war dann auch sieht es an. Der erste Koffer. Für 110 Euro hat sich das, glaube ich, echt gelohnt. Das war echt richtig nice. Dann kommt ja noch ein Koffer. Aber ich muss jetzt zuerst wieder aufräumen. Deswegen sehe ich euch gleich wieder. In wahrscheinlich 3 Tagen. Bis gleich. Also, nächstes Video in 3 Monaten. Und hinten. So, das war's mit diesem Video. Das sind die ganzen Sachen, die in diesem Koffer drin waren. Und übrigens, macht niemals Feuer in eure Wohnung. Ich habe hier Feuerlöscher und Wasser und alles stehen. Aber warte, eigentlich habe ich hier noch einen zweiten Koffer. Wenn ihr wollt, dass ich den aufmache, lasst gerne ein Abo da. Sonst abonniert diesen Kanal und ich werde am Samstag, den 6. Sehr gut. Der Tisch geht in jedem Video kaputt. Wie oft muss der einen neuen Tisch kaufen, Mann? Den 6. November um 18 Uhr werde ich streamen auf Twitch. Da werde ich eine Tasche aufmachen, die ich mir auch ersteigert habe. Und dann sieht man sich. Hallo, wir sind wieder da. Heute packen wir Koffer aus mit Lini Saki auf Twitch. Die beste Fall Guys Streamerin. Sag mal hallo. Das sind alles Psychopathen. Ich konnte es nicht mehr spielen.
Bei Steam kommt bei mir dauernd, dass nicht mit Epic verbunden werden kann, seit die Scheiße dort bei Epic verbunden ist. Und auf Konsolen geht's erst gleich gar nicht. Da kommt immer, nachdem ich im Spiel rein bin, also nachdem wirklich die Runde beginnt, kommt sofort die Serververbindung verloren. Ich hab's gelöscht überall. Das hier ist zum Glück ein Koffer, den... nie irgendwas gekauft in den Spielen. Den habe ich... Du hast mich erschrocken. Den habe ich ersteigert. Von der Lufthansa ist der, glaube ich, der hat 100... Aber ich glaube, zum Teil liegt das bei Steam nicht. Aber an Konsolen könnte es an meinem neuen T-Online-Router liegen. Ich habe den Gaming-Router. Und seitdem kann ich zum Beispiel nicht mal mehr Call of Duty zocken auf Konsole online. Da finde ich einfach keine Server mehr. Irgendwas stimmt da nicht. Ports freigegeben habe ich schon gemacht. Bringt auch nichts. Also dieser Gaming-Router ist der letzte Dreck. 20 gekostet, glaube ich. Irgendein Typ, irgendeine Dame, Non-Binary, was auch immer, hat den Koffer vergessen. Und ich habe da auch... Und dann kann man den noch steigern. Ach, ist egal. Nicht davor? Nein. Wir wollen okay, das gut. Video gucken. Oh mein Gott! Das ist meine Tasche von Chloe! Was ist das? Wer ist Chloe? Also, okay. Wie viel hat die Tasche gekostet? Wer vergisst den Koffer mit einer 350-Euro-Tasche, Alter? Wer kauft überhaupt eine 350-Euro-Tasche? Ich habe die aus der Türkei geholt und ist das eine Fake-Tasche? Was ist das hier? Ein das Schlüssel. Was steht da drauf? Ich habe gar keine Ahnung, was da drauf steht. Was steht da drauf? Was Lina nicht ich weiß, ist, dass weg. Ich einen kompletten Koffer mit 25 Hagiwagi-Plüschtieren gefüllt habe. Wer macht? Oh mein Gott, Alter. 25 Gruselwesen. Ich denke, das wird ein normaler Koffer sein. Und sie hasst diese Plüschtiere über alles. Ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren wird. Dann haben wir hier ein Selfie-Stick. Oh Mann, der macht ihn sofort kaputt. Warum? Hast du nicht mal getestet, ob er funktioniert? Und papp auf den Tisch. Kann man Kinder schlagen? Ach, das ist ein Kinderschlage-Selfie. Kinderschlage? Jetzt müssen sich Kinder selber schlagen. Die sieht nicht neu aus. Findest du die schön? Willst du die behalten? Nein. Ich aber auch nicht schön. Nein. Bitte schön. Okay. Mehr Versteckdose willst du die haben? Lass mal gucken, wer zuerst stirbt. Eine Jacke? Passt die dir? Die ist fresh, yo. Richtiger OG. Yo. Oh yeah. Haben wir noch ein paar Geburtstagskarten. Was ist kaputt gegangen? Danke. Danke, wofür? Boah, das ist von Van Gogh. Der ist Niederländer. Guck mal, hier steht Vincent von Gogh. Auf jeden Fall hat er das gemalt und mir das zugeschickt. Vielen lieben Dank für die Karte, Van Gogh. Hä? Danke. Warum? Danke, dass ich hier dabei sein kann. Oh, okay, verstehe. Ich werde dich gleich schlagen. Boah, voll nett, Alter. Sie bedankt sich, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich werde dich ja schlagen. Oh, Alter, was zum... Du hast ein Auge. Einfach Biologielehrer, aber auf Urlaub. Sollen wir das... Und er nimmt das Auge mit? Alles klar. Sollen wir das anzünden? Nicht doch schon wieder. Wir haben hier Kerzen. Sollen wir die alle anzünden? Hat jemand Kuchen hier? Happy Birthday. Ins Auge. Warum? Sie guckt einfach nur chillig zu und singt. Herzlichen Glückwunsch. Das Auge ist jetzt tot. Ey, lass mal die Kerzen. Das Auge ist tot. Ey, ist das Eiskuchen? Das ist Lasagne. Ach so. Die war aber nicht im Koffer. Aber sieht halt for real aus wie ein Kuchen. Wie alt bist du? 23. Haben wir 23 Kerzen? Nein. Viel Spaß beim Anzünden, Alter. Ich habe vielleicht eine bessere Idee, die anzumachen, aber es kann gefährlich werden. Mit einem Flammenwerfer oder was für eine Sprühdose? Au! Mit Gasbrenner. So was nehme ich, um Unkraut wegzumachen. Aber doch nicht für Kerzen. War doch gar nicht so gefährlich. Da schimmelt's schon. Bah, Alter, guck dir das mal an. Oh nein, oh du Arme. Das er brennt den Schimmel weg. Dann haben wir hier das nächste. Oh, ein Loch da ist gleich. When I met you in the summer. Guck mal, du bist Marokkanerin, du darfst das anziehen. Wir werden heiraten. Wie süß. Wir wollen heiraten, wie süß. Oh, wir wollen heiraten. Die Woche ein Biologielehrer. Probier mal an, bitte. Oh mein Gott, und vergesst den Koffer, Alter. Hoffentlich haben sie heiratet, bevor sie den Koffer vergessen haben. Bis gleich. Oha, wie schön. Hä, was, wie schön ist dieses Kleid? Oh mein Gott, Nordzeitkleid. Boah, passt voll. Passt voll, Alter, auf jeden Fall. Weiter. Louis Vuitton, das ist sogar real, glaube ich. Ist sowas drin?
Wir haben hier Louis Vuitton Brieftasche. Wer kauft denn 1100 Euro Brieftasche? Alter, Handtaschen. Ja, da passt wenigstens ordentlich was rein. Und da ist schon 500 Euro zu krass. 350 waren es, glaube ich. Aber eine Brieftasche für 1100. Oh Gott, Alter, das ist die ganze Jumpus nach mir, Mala. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Das nächste darfst du auspacken. Oh, ich wusste, dass du das nehmen wirst, du Schweinchen. Wir kaufen sowas. Perfekt. Hör auf, das so hinzuschauen. Ja gut, Frauen ja, aber Männer? Das war nur die Jacke. Ich schwöre, das war nur die Jacke. Ja. Ich weiß. Das war nur die Jacke. Das war nur die Jacke. Wir haben ja einmal eine CD. Was ist das? Das menschliche Auge, the human eye. Oh, das gehört dazu. Das ist so biologieunterrichtmäßig. Oh, nein. Ob die Koffer wirklich gefunden sind oder ob er die selber so gepackt hat für das Video? Ein Kleid. Oh, süß. Das ist... Egal, ist trotzdem Mann. Witzig. Echt? Hä, das ist, glaube ich, wirklich für Typen. Kannst du zumachen? Und guckst du so an, geh ich. Als nächstes ja, vergiss so einen Koffer! Das ist vom Typen! Nein, das ist von der. Das ist für die Frau! Das ist für die Frau, das kannst du so rüberziehen. So auf Oberteil angelegt. Ja, also, ist noch nicht auch so, das Kleid hat sie gar nicht mal an. Kann ich den Tisch damit kaputt schlagen? Na, oh, hier ist noch ein Auge! Oh, das gehört dazu! Mach das mal so, Warum ist das verbrannt? Warum machst du sowas? Sollen wir das einer Schule spenden oder anzünden? Ey, das geil. Hast du schön. So. Wie geil! Jetzt kann man die Pupille sehen, die Iris. Ich glaube, das ist eine Kameratasche. So, hier noch ein Gürtel. Zum Glück war die Kamera nicht drin. Das benutzt du auch im Kindergarten, ne? Die armen Kinder. Hoffentlich wird der nie Kindergärtner. Soll ich dich töten? Wo soll ich dich töten? Weißt du, wie das aussieht? Die haben eine Hose. Das ist eine Kinderhose. Die haben schon vorher Kinder gehabt, bevor die geheiratet haben. Das ist ein Bastard. Wir haben noch eine Hose. Willst du die anziehen? Dir passt eine Kinderhose. Wir haben noch ein Messer. Oh, cool. Die Sachen öffnen, ja? Nicht anders. Noch ein Pullover. Nimmst ein Kinderpullover. Jetzt steck doch das Messer im Tisch. Boah, warum bist du so gemein? Vor allem bei der Hose sagt er nichts, aber bei Pullover. Eine Tomate? Hätten jetzt eigentlich schwarz-weiß sein müssen und so Stummfilmmusik und dann ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Das wäre bestimmt auch geil. Mir ein Flaschenöffner. Flaschenöffner. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Eine Uhr. Sollen wir die kaputt stechen? Was ist das? Kann man die kaputt stechen? Aufmachen? Ist das einfach nur so eine Dose mit Bildern? Die waren wirklich in Amsterdam, von Hof Museum wieder. Wir können das versuchen aufzumachen tatsächlich. Oh nein! Mit dem Messer. Pass auf mit deiner Hand! Lass, mach nicht die Hand. Du rutscht aus. Aber scheißegal. Jetzt kommt die mit dem Hammer, Alter! Du hast ein Loch in den Tisch gebaut! Boah, warum machst du sowas? Der hat 10 Euro... Verdammt nochmal! ...Euro gekostet! Nee, den habe ich zum Geburtstag bekommen. Den hat mein Vater mir geschenkt. Na was, denn du 10 Euro bekommen? Geburtstag? 10 Euro gekostet? Geburtstag und Vater, alles egal. Pass auf, da sind Flaschen drunter. Guck mal, hier sind Bierflaschen. So, wir warum? Lord, lead me to a rock. Er wollte vorhin den Tisch mit dem Selfie-Kinderhausstick vor zerstören. Da sind Flaschen drunter. That is harder than I? Das ist ein Stein. Ist reingeritzt? Ich weiß es nicht. Sieht reingebrannt aus. Ist reingeritzt. Oha! Oh, Alter! Das ist Unges Koffer! Der hat einfach, der raucht Bubatz jeden Tag. Vertrau mir da einfach. Oh nein! Er brennt nicht. Wir haben hier eine Soundmaster. Was ist das? Alter, das ist aber gut, ne? Wenn du mal so eine Brand steckst und vollkommen verbrennst. Aber dein Gürtel bleibt dann wenigstens übrig. Was auch immer man hiermit machen kann. Wir müssen eigentlich das hier noch öffnen. Da ist irgendwas drin. Da kommt nichts raus. Vertrau mir, da ist was drin. Schuhsohlen. Mhm. Boah, das hat weh getan. Wir haben hier ein Mercedes-Benz-Reservat-Tank. Da kann man Trinken reintun. Nein, aber ich hätte gedacht, da kommt Öl rein. Oh, wie schön. Ich stehe auf Füße. Wir haben hier noch.
haben hier ein Deutschland-Shirt von Lukas. FIFA 2014. Jau, geil, Alter. Wie lange liegt das da? Wir haben noch... 2014? Liegen da wirklich so lange Koffer rum, die man abholen kann? Irgendjemand, so ein random Typ? Das passt dir. Warum beleidigst du immer? Ich sag doch, das passt dir. Ja, aua. Er muss so ziehen wie eine Frau, wenn sie sich eine 5-Nummer zu kleine Hose anzieht. Wir haben hier noch Witze auspacken. Ist das eine... Ich weiß nicht, ob das ein echt mancher... Doch, ich habe schon gesehen, dass welche so enge Hosen anhaben, wo man denkt, da platzt gleich alles unten weg. Aber in Filmen sieht man das oft. Ledertasche. Das wäre krass. Das wäre übelst krass. Du bist doch für eine Kuh gestorben. Wahrscheinlich. Ich hoffe. Bei einer Mädchen. Ich hoffe. Wir haben noch ein Shirt von Yamaha. Ein Geld. Beutel. Ein da Geld? Ist gar nichts drin. Da ist ein Loch drin. Da, echt? Ja, guck. Weil da das Geld reinkommt. Oh mein Gott! Ja! Oha! Ich liebe das. Ich kann es zwar nicht, aber ich liebe das. Wer ist schneller? Du machst so lange den Rubik's Cube und ich zerstöre so lange diese Dose. Mal gucken, wer schneller fertig ist, ja? Ich muss die Hose noch schnell ausziehen. Ich werde bis nächste Woche noch nicht mit dem Würfel fertig. Ich hatte mal so einen Würfel und als Kind und ich habe ihn wirklich geschafft. Ich bin dann zu meiner Mutter und habe gesagt, guck mal, ich habe es geschafft. Ich habe nicht einfach die Aufkleber oben entfernt und dann alle richtig draufgeklebt. Immer eine Seite so, andere Seite so. Und irgendwann mal, dann löst sich das. Das hier. Gib lieber Gas, ne? Vertrau mir, das ist gleich offen. Naja, das, Wow, das ist wirklich auf. Da ist wirklich was drin. Was ist da drin? Ein Puzzle. Warum ist da ein Puzzle drin? Das ist ja mal ultra random. So sieht das aus, wenn es fertig ist. Oh, jetzt hast du gespoilert. Oh, als ob er das jetzt gepuzzelt hätte. Der Baum sieht aber tot aus. Und dann haben wir noch eine Hose. Wie viele Hosen denn noch? Oh, wow. Ein Regenschirm. Oh. Dann noch ein Kochlöffel. Kochlöffel mitgenommen. Wer nimmt denn seine Kochlöffel mit in Urlaub? Oder die haben sie dort gekauft. Boah, du Sexist. Mann. Immer werde ich schlecht behandelt von Frauen. Ich frag mich. Aber es kann auch sein, dass der Lehrer dort das Auge gekauft hat. Warum? Ich warum? Und wir haben noch einen Schuh. Größe 40, welche Schuhgröße hast du? Welcher Mann trägt 40? Was ist das für ein Kind? Alter. Das ist Zwangshochzeit. Ich schwöre, das sieht sogar nice aus. Und wie eingequetscht sind die Zehen vorne? Und wir haben noch ein Schloss. Oh, ich weiß, was wir machen müssen. Was denn? Wir gravieren irgendwas rein, dann gehen wir nach Köln und schließen das auch da an. Na, viel Erfolg. 7 Jahre später kennen wir uns eigentlich gar nicht mehr. Sehr gute Idee. Oh, scheiß mich ein. Die ganzen Leute sind wahrscheinlich schon alle getrennt. Das stimmt. Möglich. Aber ich blockiere dich gleich. Und dann noch zuletzt ein Ball. Nein. Der hat dir gar nichts angetan. Alter, bist du ein Sadist, Mann. Hä, warum? Er hat doch noch einen Ball getötet. Jetzt auch noch den weg. Oh. Gehst du weg? Nein! Die Flaschen! Was ist jetzt los? Ich habe ein Bier geöffnet! Als ob! Deswegen dieses Geräusch! Als ob! Kann jemand Tornado machen? Und die Uhr ist auch, aufgegangen. Kannst du dieses Dings? So cool bin ich. Das ist doch einfach. Wir haben das früher öfter gemacht, aber ich sag euch, 2-3 hintereinander, das ist nicht cool. Also ein Kumpel hat gekotzt, aber übelst nach dem ersten schon. Ich auch nicht. Gut, ich weiß aber nicht, ob ich es heute noch kann. Was war denn das? Du steckst doch nicht das Bier rein und drehst so, ohne den Kopf mitzudrehen. Okay, das ist auch ein Koffer, den habe ich sogar letztens noch ersteigert. Der hat 100 gekostet. Man muss die Koffer kaufen, ja? Ach, Lukas hat das schon mal erwähnt. No! Wir können ja mal einen Tod stechen oder so ein Scheiß.
Super, das wirkt nicht. Nein, okay, was machen wir jetzt damit? Wir können die anzünden und so. Soll ich wieder diesen Feuer? Oh nein, du kannst doch nicht die anzünden. Du musst mir mal sagen, warum jemand so viele davon mitnimmt. Ich weiß nicht, vielleicht wollte der die für 5000 Euro verkaufen. Ich kann ja mal eins anzünden und gucken, was passiert. Ich werde die töten. Hast du noch den Hammer hier? Oh, oh mein Gott, die gehen aber leicht kaputt, also. Machen. Leute. Wo ist das Messer hin? Oh. Oh, sehr instabil. Ich hoffe, die kostet nur 5 Euro. Ja, die ist ganz wichtig. Ich will den aufschlitzen. Nein, bitte. Hilf mir. Brutaler Kuscheltiermörder, genau, Alter. Jetzt und jetzt machen wir die haben Plätze getauscht. Ja, Weihnachten. Yeah. Schneeballschlag. Hast du den aufgemacht? Yeah. Mit meiner Hand. Was ist? Die sind doch von Wisch, Alter. Da ist gerade was rausgefallen. Mach die mal auf, weil das, ich schwöre, da ist gerade was rausgefallen. Was denn da rausgefallen? Ich weiß nicht. Okay. Jetzt ist voll ruhig. Ja, hat da sogar extra was reingetan. Wie geil. Was ist das? Wie hättet ihr die reingekriegt? Oder hat es aufgemacht und wieder zugenäht? Okay, geht auch, ja. Was? Ich schwöre, ich habe einen Koffer gekauft. Sollen wir das sein lassen? Ja. Was ist das? Nein, ich glaube nicht, dass das Drogen sind oder so. Aber sieht halt aus wie Tabletten, das sieht aus wie Süßigkeiten. So Süßigkeiten eingenäht. Wonach riecht das? Nach was anderem. Ich bin voll nervös gerade. Nach was anderem? Perfekt! Ja, ich hab die Scheiße gekauft. Da passiert doch schon nichts. Ja, dann lassen wir es einfach. Wir können ja das Video beenden. Ja. Nimm dir noch eine. Sehr gut. Nein. Ah, oh, ja. Das sind keine Drogen. Guck mal, wenn es Drogen wären, wäre das vom Zoll aufgefangen worden. Nimmst du auch eine? Ey, du bist unser Versuchskaninchen. Warum? Er hat sie doch schon gefressen. Warum schluckst du das runter? Okay, der hat es wirklich... Okay, dann mach ich auch. Geht's dir gut? Da mach ich auch. Einfach so. Boah, ich trau mich das so gar. Oh yeah. Läuft das noch? Oh yeah, yeah. Ja. Hängt der sich die um? Läuft das noch? Egal, wir machen aus. Wir schmeißen die... Achso, ich hab schon Schuss gemacht. Wir schmeißen das weg. Und dann... 120 Euro für diese Hose? Boah, Alter. Teuer. Real life. Ich weiß es nicht. Alter, das kann nicht wahr sein. Die Drohne ist auch jetzt. Was drin. Hör auf. Ich schwöre, das ist was. Dann können wir die nicht verschenken. Hey, Alter! Fühl mich aber ein bisschen nice, ich bin ehrlich. Wieso? Sollen wir mal sterben? Nein! Sollen wir sterben und einfach alle schlucken? Na, oh Gott! Ich schwöre, ich glaube, das ist ganz normal Medizin. Nee, das glaube ich nicht. Das ist Medizin. Man weil kann auch normal Medizin mitnehmen. Nein, weil im Ausland ist das günstiger. Deswegen kaufen die das da ein, aber man darf halt nicht so viel Medizin rüber schmuggeln. Und dann packen die das halt in Plüschtier. Warum hast du denn gerade so gezittert? Wann habe ich gezittert? Jetzt gerade beim Aufmachen und beim Halten. Boah, ich habe mir gerade voll die Sorgen gemacht. Nee. Mit Bier nachspülen! man sieht sich beim nächsten Mal und ciao und ja, bis dann. So, wir haben hier ein paar Paracetamol-Tabletten genommen, die dann da dieses Logo von abgekratzt und sie macht das jetzt hier rein. Wie sieht das aus?
Ach, da hinten kann man das öffnen? Dealer, warum machst du sowas? Wie ihr sehen könnt, war das alles nicht echt. Und schaut bitte bei Lina vorbei auf ihrem Kanal, weil die hat das alles geglaubt, aber die hat einfach diese Medikamente im Mund genommen. Was zur Hölle? Alleine dafür hat sie es verdient, dass sie auf ihrem Kanal vorbeischaut, okay? Bis dann. Na gut, ich sag mal so, wenn man noch nie Paracetamol genommen hat, merkt man wahrscheinlich nicht, dass das jetzt richtige Medikamente sind. Aber wer schon einmal Paracetamol oder andere so ähnliche Medikamente im Mund hatte, der weiß, wie ekelhaft das ist, wenn man es nicht gleich nachspürt. Ja, das fühlt sich so komisch bitter auf der Zunge an. Da merkt man sofort, das sind irgendwelche Schmerzdingstabletten. Aber das war extrem geil. Warum war das eigentlich nicht auf so einem Hauptkanal? Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Packe ich am heißesten Nordägyptens Fan-Pakete aus. Mitte. Wer kennt's nicht? Wer ist halt mal in der Wüste, um Pakete auszupacken? Ganz normales Packpaketverhalten aus. In der Packpaketverhalten aus? Wir haben gerade Hochsommer und es werden in der Sahara heute bis zu 50 nicht. Grad. Laut Studien hält ein Mensch bei dieser Hitze nur bis zu 20 Minuten aus. Und ich will beweisen, dass ich es länger kann. Okay. Alhamdulillah. Inshallah, dass wir die Wüste finden werden. Was? Okay, dann lass uns mal hinlaufen. Der heißeste Ort von Ägypten. Ja, Sonnencreme dabei. Und desto weiter in der Wüste laufen, desto heißer wird es. Also, let's go. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte auch gern mal in die Wüste. Ich habe aber Angst davor, dass ich nicht wieder rauskomme. Oder verdurste. Es ist so heiß. Aber so mal am Wüstenrand würde ich schon gerne mal spazieren gehen. Die Sonne ist so heiß. Ja. Nein, du hast recht. Ich darf nicht vergessen, warum ich es tue. Der Grund, warum ich mir das eigentlich antue, ist meine Mutter. Jedes Jahr, jeden Sommer. Ich soll mich... Ich habe mich nie gegen Sonnencreme gewehrt als Kind. Wenn du das erste Mal richtig Sonnenbrand hast, dann hast du echt keinen Bock mehr darauf. Glaubt mir ehrlich. Ich hatte mal so Sonnenbrand, dass ich Verbrennung dritten Grades hatte. Das war nicht lustig. Mit dieser Scheiße eincremen. Ich mach das nicht auf meiner Haut. Das fühlt sich so ekelhaft an. Wirklich, ich hasse es so sehr. Ja, ist aber nur für einen kurzen... Es fühlt sich wirklich eklig an. Ist auch nur für einen kurzen Moment. Scheiß werde ich das auf meine Haut machen. Und ich, Mama, heute ist der Tag. Ich werde... Was ist das hier? Heiß- Big Time Rush, da gab es ja auch eine Folge, wo die am Strand sind und dann die Mutter kommt und die alle mit Sonnencreme einkremeln oder einschießen will. Den Ort der Sahara hinreißen und werde mich nicht eincremen. Um von Kairo aus in die Wüste zu gelangen, muss man an den Pyramiden vorbei. Gerade in der Wüste wird schon mit Sonnencreme bei. Ja, ich würde mit 5 Meter Sonnencreme drauf klatschen. Wisst ihr, wonach die Security schaut? Nicht nach Drogen, auch nicht nach Waffen. Aber die wirkt doch gar nicht so lange, ne? Kameras! Egypt is a very difficult place to film. Die ägyptischen Behörden wollen auf gar keinen Fall, dass du bei den Pyramiden filmst, weil es dort maßlos schmutzig ist. Überall Müll, Tiere, die verhungern und tote Pferde, die einfach auf Müllhaufen geworfen werden. Ja, aber das ist doch total Scheibe, wenn ich dann nicht mal Erinnerungsbilder mitnehmen darf. Was? Hä? Und ratet mal, wer Kameras dabei hatte. Ja, ist logisch. Also haben wir unser gesamtes Equipment in unsere Tasche gesteckt und hoffen jetzt nur, dass wir nicht kontrolliert werden. Wow. Wir gehen jetzt gerade auf ganz sneaky angelehnt durch die Security. Und die Kamera, die sie dabei haben, sieht keiner? Wir müssen gleich kurz die Kamera ausmachen, weil die unsere Sachen kontrollieren. Ach so. Na gut, ist vielleicht nur Handy. Aber wenn du so ein Klapp-Handy hast, kannst du ja vorne finden. Na gut, das siehst du am Display. Sorry? An die Kameras? No, no. No Kameras? No. English? Yeah, only English. Let me look in your bag. Oh nein. Just Kameras? Yeah, but I need them too. No. Kameras stay here. No camera in pyramid. Give me the cameras. In der Pyramide. No. Back. They stay here. Okay? Okay. Wir hatten Pech. Was die ich würde gehen und nie wieder in dieses Land kommen. Aber vergessen haben, ist mein kleines Lavalier-Mikrofon. Okay, damit hat sich mein Wüstentrip schon mal erledigt. Dann möchte ich nicht dahin. Dann macht das für mich keinen Spaß mehr, wenn du dort nicht mal Kameras mitnehmen darfst, um die zu fotografieren. Was ist das für ein Land, Mann? Und mein iPhone. Am schlauesten wäre es jetzt auf gar keinen Fall zu filmen, bis wir aus dem Pyramidengebiet wieder raus sind, weil die sind sauer. Aber ich war's auch.
Was fällt dem ein, einfach meine Kamera wegzunehmen und am allerschlimmsten, dass er mich anschreit. Ich hasse es, angeschrien zu werden. Oh, das macht irgendwie gerade Flashback an die alten Videos. Nächste hier. Aus Prinzip werde ich jetzt zwei kleine Pakete vor den Pyramiden öffnen und danach laufe ich die Wüste rein. Ich würde dann lieber erst drinnen die Pakete öffnen, danach an der Pyramide, falls jemand kommt und die Kamera wegnimmt. Genau da treffen, wo sie am verwundbarsten sind. Wenn man da hochklettert, ne, dann kommt man 3 Jahre in den Knast. Ja, das stimmt sogar. Das stimmt sogar wirklich. Ja, direkt da oben, Scharfschütze, Bart weg. Also habe ich ein paar Ägypter gefragt, wo man hier am besten unerwischt die Pyramiden filmen kann. Aber niemand wollte mir weiterhelfen. Bis wir auf einen Kameltreiber trafen, den ich jetzt mal Amelie nenne, weil wenn ich seinen echten Namen nenne, wird er wahrscheinlich von einer ägyptischen Sniper erschossen. Also er meinte, die einzige Möglichkeit, ganz interessantes Land zu filmen, ist auf einer Location weiter abgelegen. Dort kommt man aber nur mit Kamelen hin. Also müssen wir jetzt zu Kamelen laufen, die uns dann weiter zur Location bringen. Und dann ab zu den lebensgefährlichen 50 Grad. Da sollen sie halt einfach sauber machen, wenn es wirklich daran liegt, dass halt man nicht dort filmen darf, weil es so dreckig ist. Ist doch wohl nicht so schwer. Junge, ist euer Land, eure Touristenattraktion, dann macht auch sauber. So, wir sind wie gesagt gerade durch die Security gekommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob es jetzt was gespielt ist, aber. Wir filmen gerade mit Handy und alles haben wir zurücklassen müssen, das holen wir später ab. Wir müssen noch ein relativ weites Spiel zu den Pyramiden, wenn wir die richtig drauf bekommen wollen. Filming in Egypt is really hard. As soon as I started vlogging, I was immediately surrounded by Egyptian police officers. You're not supposed to take any pictures inside the pyramids. We got stopped by police twice. Scheint wirklich so zu sein, ne? Ja gut, dann spare ich mir den Urlaubtrip dort. Ja. Das hat meine Mutter mir angepackt. Bis nach Ägypten. Ja, die hat mir halt eine Brotdose mit... Digga, was ist denn sein Problem, Alter? Ich kann wirklich nicht mehr weiterlaufen. Ich bin komplett ehrlich, Alter. Wir haben jetzt... Was ist für eine geile Grad. Uhr? Bei 38 Grad soll man laut Studien einen Hitzestich bekommen. Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit. Bisher geht's mir gut, ich bin nur... Wir hatten diese Studie gemacht, Alter. Wir hatten auch schon 40 Grad tagelang hier in Deutschland. Und ich bin nicht gehitzesticht. Saumüde und mir ist heiß. Ich kann nicht mehr. Müssen wir wirklich noch weiterlaufen? Ja gut, aber irgendwann wird einen schon schwindelig, wenn du permanent in der Sonne stehst, ne? Aber nur, wenn du wenig trinkst. Also so ist es bei mir. Ich vergesse da manchmal das Trinken und dann merke ich, es wird schwummrig. Dann trinke ich einfach 30 Liter Cola und alles ist wieder gut. Wobei Cola ist keine so gute Idee. Ich kann nicht mehr laufen, Alter. Bro, was da? Also meistens ist das eigentlich Powerade, was ich bei draußen, wenn ich im Sommer mit dem Rad unterwegs bin und so dabei habe. 30 Minuten fahren, um zu einer Location zu kommen, wo wir die manchmal Pakete Wasser, auspacken aber mit Sprudel. Ohne Sprudel mag ich nicht so. Deswegen müssen wir ein bisschen undercover, nicht so lang und nicht so laut filmen. Und dann kommen wir da an, weil der liebe Otto bringt uns einfach hin. Otto, Alter, ich liebe dich so sehr, Otto. Hallo. Alter, es ist so warm. Otto ist so warm. Oh, guck mal, wie weit wir schon von der Stadt einfach entfernt sind. Wenn uns irgendwie diese Kamele... Ich würde einfach eine Kamera hinten durch mein A durchschmuggeln und fertig. Abhauen oder so, sind wir tot, ne? Und wir kommen in... Ja, hä? Wo willst du das Kamel anbinden? Gut zu wissen. Oha. Bleib hier! Digga, ich kann nicht mehr. Können wir wieder zurückfahren? Hört so ein Kamel eigentlich, wenn du es zurückrufst? Otto! Otto, hör mir mal zu, Otto! Otto! Oh, hinten reiten Pferde durch die Gegend. Otto. Ich bin kein Auto, du Doofkopf. Der hört nicht, Alter. Der fährt uns immer nur weiter in die Wüste rein. Bist du so? Er hat uns in die Wüste rein. Wir sind jetzt schon 30 Minuten unterwegs. Länger sogar. Eine Stunde, zwei. Otto, bitte bring uns schnell dahin. Otto, ich kann nicht mehr. Also so heim. Okay, wir sind jetzt bei der Location angekommen. Mit dem süßen Brie, mein lieber Otto hat mich einfach gebracht. Wir packen jetzt endlich die zwei Pakete aus. Ich bin sehr gespannt, ob wir, bevor wir die alle ausgepackt haben, ja, der Sniper kommt schon. Irgendeine Scheiße drin ist, ne? Und wir sind hier umsonst hingelaufen mit dem armen Kamel. Wir packen erstmal das erste Paket aus. Wieso soll da Scheibe drin sein? Da ist doch immer gutes Zeug drin in seinem Paket. Das sind auch, Digga. Oh, oh, das ist sehr übel. Es fliegt das gleich Konfetti weg. Drin. Junge, warum müssen Leute immer irgendeine Scheiße da reinpacken? Junge, wenn hier Konfetti drin ist, das macht Spuren, ne? Die Behörden, die sind hinter uns her, Alter. Die werden uns abschießen, Alter. Die laufen der Konfettispur nach. Das ist eine Taube, Alter.
Ich sag euch eins, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich mich nicht die ganze Zeit so penetrant über die Polizei hier lustig gemacht. Weil das würde noch heftig auf mich zurückkommen. Wir haben hier einmal einen sehr süßen Brief. Da sind Pferde drauf. Ich hoffe, dir gefällt mein Paket, aber ich bin sehr enttäuscht von dir, weil du mir nicht mehr auf Instagram antwortest. Ist mir egal. Scheiß antworte ich dir. Du bist ein Pferdemädchen, was soll ich dir jetzt auf Instagram schreiben werde? Oh, das ist ein Handtuch, glaube ich. Das musst du in Wasser legen. Zum Glück haben wir ganz viel Wasser hier, Alter. Hast du noch einen Schluck Wasser? Können wir das da drauf kippen? Ja, oh, verschwende das Wasser! Oh Mann! Oh mein Gott, ich sehe gerade gar nichts. Mein Auge ist so tot, da ist nur Sand drin. Mir ist so heiß, es ist 40 Grad, ich werde so sterben, die Kamele. Alter, wenn die Kamele uns wegrennen, sind wir tot. Ne? Ohne Kamele sind wir am Arsch. Ja, ich sag mal so, wenn es dort nicht so warm wäre, wäre es nicht so viel Grad. Otto! Wir haben hier einmal Einhorn-Pudding oder was auch immer das sein soll. Das ist halt, was soll ich denn mit, Alter? Was machen wir jetzt hier mit? Vor allem, was willst du mit Pudding in der Wüste? Lippenstift oder was auch immer das sein soll? Ja, das ist nützlich in der Wüste. Das ist, glaube ich. Ich glaube hier die Lippen, das, oder? Ja. Sollen wir Kamel damit füttern? Hold up there. Ja, das Kamel braucht das unbedingt, ganz normal. Alter, das ist ein Kaugummi, das ist nicht für die Lippen. Hä? Ich glaube nicht. Naja, solange es schmeckt, ist doch alles gut. Das ist doch wie Lippenbalsam. Lippenbalsam Erdbeere. Heißt Erdbeere, dass man es essen kann oder dass es nach Erdbeere schmeckt? Ratet mal, was ich jetzt mache. Das ist eigentlich eine gute Frage. Was wird diese Figur? So, das Kneten. Das wird bestimmt ein Kamel. So, hier kommt der Rücken. Zumindest nach seiner Vorstellung. Nur so eine Maske, ne? Among Us? Okay. Ich wollte gerade sagen, Kamel kann nicht sein. Sagen wir gar nicht. Vielen lieben Dank für dein Paket. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Das ist das hier. Lieber Elias, ich möchte mich sehr dafür entschuldigen, welche illegalen Dinge ich gemacht habe. Was? Hä? Wieso entschuldigen? Hä? Was? Muss ich das jetzt verstehen? Mal Lollis und M&M's sogar, die wahrscheinlich richtig. Da wenigstens ein Red Bull dabei. Ich hab auch 8, das ja alle. Also die glitzern halt. Da unten sind die viel feuchter. Ja, schmeckt. Kam mir in Sleep-Modus. Oh. Neu hochgefahren. Es ist halt übel warm, aber es ist halt okay. Soweit waren das jetzt alle Pakete. Wir gehen jetzt weiter direkt in die Wüste rein und machen da die restlichen 4 Pakete auf. Wir haben es jetzt hier endlich geschafft. Ich glaube, das Kamel freut sich gar nicht. Damit wir direkt weiter können zu den 50 Grad. Bro, wir sind fertig. Kannst uns weiterbringen? Dankeschön. Der Brief fährt uns jetzt in die Wüste rein. Es ist noch relativ weit bis dahin, aber wir machen das schon. Okay. Das war alles, glaube ich. Otto? Otto, was machst du? Ist Otto, was wird das? Was? Ey, was wird das? Otto, hier steht... Was, wohin geht der? Otto, rennt weg, bleib hier! Nein, 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 mach die Kamera an! Schnell, er läuft weg! Die ist an, plus Blackbild. Bro, ohne Kamera sind wir am Arsch, Alter! Warum rennt Otto jetzt weg? Otto, Bro, was wird das? Digga, Otto! Otto, Bro, was macht ihr? Bro! Kamel, Jagd beginnt! Bro, bleib hier! Digga, bleib bei mir! Wie schnell kann eigentlich ein Kamel rennen? Otto! Otto! Bro, ohne Kamel sind wir dead. Wir sind irgendwo in der Wüste, ne? Na gut, da hinten ist ja schon wieder Zivilisation, wie es aussieht. Oder? Jetzt rennt mir noch das Kamel davon. Oh Mann. Es wird nichts. Wir sind am Arsch. Das Kamel ist abgehauen. Wir sind schon viel zu weit. Erklär den Kameltreiber das mal. Dann müssen wir jetzt zu Fuß weiter. Die Wüste rein. Ich hoffe, unsere Sachen stehen nur noch da hinten. Nicht, dass ein Kamel jetzt gefressen hat oder so. Na, das wär's. Wir haben sie gemeinsam durchgemacht, Mann. Otto, was soll denn das? Mann! Scheiße. Junge, was rennt jetzt einfach Otto weg, Digga? Was rennt er weg? Warum rennt Otto weg? Otto weg. Bro. Oh, Digga, was soll die Scheiße, Alter? Wir sind hier mitten in der Wüste, es ist 40 Grad. Ich habe mich nicht eingecremt. Ist mir egal, ich werde mich auch nicht eincremen. Kannst du vergessen. Ich zieh durch. Wir gehen jetzt in die Sahara bei 50 Grad. Wir ziehen das einfach durch, Digga. Wir
Wir sind jetzt bei einer Oase, ein riesiges Meer. Bei einer Mädchen Riesenmeer. Eine Oase, Riesenmeer, man kennt es. 42 Grad, laut, brennt, wie verrückt. Wieso ist da eine Straße? Auch gar nicht gut. Was? Also ich weiß ja nicht, wie so eine Oase in echt aussieht, ja. Vielleicht wirklich so. Wieso ist da eine Straße? In der ganzen Wüste ist eine, keine Straße gewesen und dort ist eine Straße? Wir sind einmal komplett rum, in die Wüste zu gelangen. Ich hätte, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass es so schmutzig ist in Ägypten. Ich dachte immer so Tourismus und so, aber ist gar nicht so. In Kairo ist es so ekelhaft schmutzig. Überall liegt irgendeine Kacke rum. Naja, in Deutschland sieht es manchmal nicht anders aus, wenn ich das mal so betrachte. Können wir nicht wenn ich immer mal sehe, dass Leute an Raststellen sitzen, die Wanderwegen und so sind, und den Müll neben den Mülleimer schmeißen, statt in den Mülleimer, oder den Müll auf den Tischen dort liegen lassen, obwohl ein Griff daneben Mülleimer ist. Ich verstehe es manchmal nicht, warum man so faul ist, den einen Arm kurz zum Mülleimer zu bewegen. Sie nehmen. Guck mal, können wir nicht den nehmen? Hallo? Hm? Hier ist die wunderschöne Oase, wo der Guide erzählt hat, dass es da Süß- und Salzwasser gemischt gibt. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das probieren möchte. Nein! Das ist ja mal schön landen, Alter. Weiterlaufen. Ich dachte, so eine Oase ist wenigstens schön blau, ja. Aber so kann es täuschen. Genau wie ich dachte, dass eine schöne tropische Insel, eine schöne tropische ist, wie man es auf dem Film kennt. Wir laufen jetzt da die Wüste anders, rein, da ist der Wüstenanfang. Sind nur noch ein paar Kilometer. Das ist ein Medikit-Scroll drauf. Aber ist es sicher? Also kann da nichts passieren? Natürlich kann da was passieren. Also sind schon Skorpione und Schlangen und es ist halt heiß. Also wenn einer von uns umfällt, ist es halt passen, nicht gut. Aber ich habe halt die Notfalltüte da, die Notfalltasche dabei. Ja, was ist wo da drin? Selber das Medikit-Zeichen drauf geklebt hat. Rote Kreuz darf man ja nicht benutzen, ist ja Dings. Geschütztes Symbol. Ich finde das total scheibe, dass man sowas schützen darf. In der Notfalltüte? Ja, wenn es halt ein Notfall ist, sage ich dir, was da drin ist. Sag's mir halt jetzt. Elias, wir haben kein Wasser mehr. Wenn wir da umfallen, dann ist es vorbei. Also Real Talk. Ich bin mir auch sicher, dass da drin kein Empfang ist. Komm jetzt einfach. Nein, ich gehe nur mit, wenn du mir sagst, was da drin ist. Jetzt komm bitte. Nein, sag mir erst, was drin die Sonne ist. Geht. Ich gehe sonst nicht mit. Heißt es nicht immer so in der Wüste, wird es nachts kalt? Ich habe eine Notfalltüte dabei, eine Notfalltasche und du wirst sehen. Gleich weggeschmissen. Jetzt ernsthaft? Das kannst du Kini erzählen. Er hat nur eine Riesentasche für ein Pflaster dabei. Mein Gott, ich scheibe mich ein. Das ist eine Notfalltasche. Das ist ein Pflaster. Gut, das braucht man in der Wüste, wenn du so eine Wunde hier reinhaust im Finger oder so. Ja, dann möchtest du keinen Sandkorn drin haben. Das ist doch ein Nein, ich hier sogar zwei. Junge, wenn wir in der Wüste sind, wie machen wenn du die wehtust, nee, haben wir Pflaster dabei. Das ist ein scheiß Tom and Cherry Pflaster, was ist das? Ich hatte nichts anderes mehr. Ich hatte keine Zeit mehr, was einzukaufen, okay? Das ist genug. Nein, jetzt komm bitte. Nein. Das ist genug. Nein. Nein, komm, wir müssen in die Wüste rein. Nein. Bitte. Ich geh nicht mit. Okay. Dann werde ich erzählen, dass... Ja. Ah, das ist ein Fliege! Versprochen, es wird wirklich nichts passieren. Bitte komm. Ey, ich glaub dir das nicht. Bitte, es wird wirklich nichts passieren. Wir sind nur da und dann laufen wir zurück. Bitte, ich will nur, okay, wenn du umfällst. Wir sind nur da und dann laufen wir zurück. Ich will nur meine Mutter beweisen, dass ich ohne Sonnenbrand rauskomme. Wenn wir umfallen, ist okay, dann rufe ich halt die Polizei an. Also bitte komm. Ja, genau. Aber, ey, ich lauf einfach weg. Scheib auf RTW, lieber Polizei. Lass dich einfach liegen. Ja, dann, okay. Abgemacht. Okay, ich lass dich liegen. Dann lass mich einfach liegen, aber ich werde dir versprechen, es wird nichts passieren. Okay, komm, wir gehen jetzt einfach hin. Oh mein Gott, wenn ihr da drin sterbt, müsst ihr damit leben, ne? Okay, wir sind jetzt schon relativ weit gelaufen. Dort war der Wüstenanfang bei den Pflanzen. Ab 45 Grad fangen an, sich die Proteine in deinem Körper zu detonieren. Das heißt, die versagen dann einfach, die sterben ab. Aber wir bringen es noch zu den 50 Grad, die laut Studien anscheinend lebensgefährlich sein sollen. Ach, halt dein Maul, Alter. Ich gehe einfach hin. Nach Studien stirbst du sogar, wenn du bei 13 Grad draußen einen Apfel essen tust. Also ich glaube den ganzen Studien und den ganzen selbsternannten Experten dahinter überhaupt nicht mehr. Ohne mich einzugehen. Kannst du heute gar nicht mehr glauben. Jeder selbsternannte Experte. Wir haben jetzt mittlerweile
48 ja. Grad in der prallenden Sonne. Es ist okay, wenn der Wind gut weht, Mann, aber sobald es windstill ist, ist es unerträglich. Wir am See und haben wir laufen jetzt noch Bier straight getrunken. Bis da hinten hin, passiert. Bis wir die 50 Grad erreicht haben. Und dann packe ich die Pakete aus. Das schützt mich auch ein wenig zum Glück. Von daher habe ich da einen kleinen Vorteil mit. Aber wenn wir dann bei der 50 Grad angekommen sind, werde ich das ausziehen. Ich werde die 20 Minuten durchhalten in der Sonne. Mein Gott, wie tief geht's hier runter? Wie soll ich das jetzt machen? Ich nehme den Teppich einfach. Wie ist eigentlich der Sand in dem Teppich? Das ist doch kein fliegender Teppich. Wie ist eigentlich der Sand in der Wüste? Ist ja schön weich. Okay, mal gucken, ob das geht. Sieht auf jeden Fall schön chillig weich aus. Oha! Okay, scheiß drauf, das funktioniert doch nicht. Aber jetzt liege ich nur. Na toll. In der prallenden Sonne. Na, das ohne ist schön. Wasser. Das ist bestimmt wie schön. Wie geht's dir? Miserabel. Miserabel, ist dir zu heiß? Ja, viel. Ist dir viel. Es ist immer heißer. Das war so eine scheiß Idee. Es ist so heiß. Sind wir schon bei den 50 Grad? Ich will mal nachgucken. Noch nicht. Ich werde bis da oben hinlaufen. Und diese Pakete werden ausgepackt. Nein! Nein! Oder liegen gelassen. Es ist so warm. Mhm. Hast du was zu trinken? Nein. Ich habe auch nichts mehr gerade. Wir haben die vergessen. Scheiße. Ich mach die Augen zu. Wenn ich wieder wach werde, haben wir Glück. Wenn nicht, ist das auch okay. Ich gib's auf, ich laufe nicht mehr weiter. Na toll. Es ist viel zu heiß. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr einen Schritt laufen. Ich kann wirklich nicht mehr ein. Mhm. Guck, wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand von uns abkackt, sind wir halt tot, ne? Komm, Elias, ich muss auch nach Hause. Komm, komm. Wir kommen nicht mehr nach Hause. Wir sind tot. Naja, das ist klar. Verstehst du das nicht? Was verstehst du da nicht? Es ist fast 50 Grad. Wir überleben das nicht. Wir schaffen das nicht. Der Sand ist so heiß, meine Hände brennen. Meine Haut tut weh. Kannst du mich zurück nach Hause tragen? Du musst filmen, Elias. Kannst du mich zurück nach Hause tragen? Ja, alles klar. Jetzt träumt er von Sonnencreme. Ich schaff das! Ich mach das! Egal wie viel Grad wir haben. 49 Grad! Wir haben 49, nur noch einen weiteren Grad. Ich werde das. Ist das nicht eigentlich so ein Ding, was man ins Wasser legt, das dann misst, wie viel Grad das Wasser hat? Funktioniert das auch in der Luft? Ist mir egal. Und dann werde ich es dir beweisen, Mama. Auch ohne Sonnencreme werde ich keinen Sonnenbrand bekommen. Diese verdammten 20 Minuten da aushalten, Peanuts, werde ich schaffen. Das ist ja schon mehr, ihr müsst ja noch da durchlatschen. Und die geben nicht auf. Wir schlafen jetzt hier. Oh, naja, also, ich pack keine Pakete aus. Na dann. Das ist eh nur Kacke. Was ist, wenn da was zu trinken drin ist? Ich pack die jetzt hier einfach aus. Nein, Elias, wir müssen wirklich zur Location. Wir haben gesagt 50 Grad. Nein, ich pack das jetzt hier aus! Nein! Ich pack das jetzt hier aus! Mir ist egal! Bleib da! Nein, Elias! Denk an deine Mutter, denk an Sonnencreme. Denk an Sonnencreme? Trink doch die Sonnencreme. Gut, wir machen noch zu dem Berg. Und wenn es da keine 50 Grad sind, ist mir das egal. Mein Kamel ist abgehauen, der Otto. Warum hat man in Ägypten die Temperatur so heiß gemacht? Verstehst du nicht? Wer warum dachte, hat man die so heiß? Ich frage mich auch manchmal, wer sowas baut. Meine Idee war das auf jeden Fall nicht. Ich kann wirklich nicht mehr. Können wir nach Hause gehen einfach? Können wir nach Hause gehen? Bitte. Nein. Dieses Wüstenoutfit ist mir auch viel zu groß. Boah, Alter! Voll auf die Fresse! Kaputt. Bald kommt ein Videospiel dafür, für das hier. Ich sehe es schon kommen. Das Ziel des Spiels, in die Wüste kommen.
Nein, dann den Spot kommen, wo es 50 Grad sind. Du musst in dem Spiel die 50 Grad finden. Und da musst du dann Pakete auspacken. Irgendwann wandern die 50 Grad woanders hin. Dann kannst du die nächsten weiteren Pakete dort nicht mehr auspacken. Das geht dann nicht mehr und du musst dann den nächsten 50 Grad Spot wandern. Das ist ein geiles Spiel, oder? Ich würde es nicht spielen. Komplette Wüste sehen. Wo habt ihr das jetzt her? Keine Ahnung, wie viel das ist, aber es ist über 50. Zwei Stück dabei. Wir haben es geschafft! Endlich! Durch die Musik kriege ich gerade The Tribe Flashbacks. Eine Welt ohne Erwachsene. Oh mein Gott, wir sind angekommen! Jetzt müssen wir noch die Pakete auspacken und dann werde ich dir beweisen, Mama. Ich starte die Revolution gegen Kinder einzugräben, gegen deren eigenen Willen. So, na, lass mal anfangen. Okay, wir haben es endlich. Das alles nur wegen der Sonnencreme eincremen. Wir haben 51 Grad, sagt dieses Teil. Die Kuhle sterben. Und ich werde mich jetzt aber zuerst mal umziehen. Dieses andere Giraffending überschlägt die ganze Zeit. Das ist viel zu heiß für dieses Dings. Der Bré weiß halt gar nicht mehr, was er denken soll. Er hat ja nicht immer 50 Grad, halt, doch, hatte. Es ist komplett, nee, 45. Hochgegangen, die rote Linie. Dem geht's gar nicht gut. Bevor ich die Pakete auspacke, werde ich aber noch mal meine Mutter anrufen, gucken, wie sie reagiert, wenn ich bei 50 Grad uneingecremt in der Sonne in Ägypten sitze, in der Wüste. Hi Mama, wie geht's dir? Elias, wo bist du gerade? Ja. Wie hat man dort Empfang? Ich bin in der Wüste, wie gesagt, ich bin in der Wüste. Hier sind es jetzt gerade 50 Grad, wie du sehen kannst. Und sag mir ja nicht, du hast dich nicht eingecremt. Ja. Ich werde mich nicht eingreben. Doch, Elias, nein, du musst es machen. Kannst du vergessen, ich werde mich damit nicht eingreben. Wichtig. Auf gar keinen Fall. Weißt du, wenn du dir die Haut verbrennst, Mama, hat das später jahrelang Folgen. Jahrelang hast du mich, Elias, gegen meine Willen eingegeben. Ich bin immer noch deine Mama, nein, und du musst mir zuhören. Nee. Und Elias, ich werde dich zum Paket auspacken gleich wieder und ruf dich dann gleich nochmal an. Mal gucken, nein, wie es mir dann geht, ob ich dann Sonnenbrand habe oder nicht. Jetzt hör mal zu, Elias. Okay, ich muss es nur schaffen, 20 Minuten in dieser Hitze auszuhalten, und anscheinend liege ich dann über dem Wert, was der menschliche Körper aushalten kann. Werde ich easy schaffen. Okay, wir packen direkt das erste Paket aus. Das Paket ist von Studie Victoria. Bestimmt auf studie.de gelesen. Victoria hat das sehr süß eingepackt mit Löwen. Sehr süß, dankeschön, Victoria. Wir haben einmal hier Löwenservietten. Ja gut, damit es nicht wegfliegt. Sehr, sehr, sehr cool. Wow! Dankeschön für die Happy Birthday Löwenservietten. Weiter haben wir dann noch... Zieh das mal bitte an. Was soll das? Ich bin in einer Wüste und ich soll hier einen Pony-Badeanzug anziehen. Was soll du wüsstest doch mit? Praktisch besser, als wenn du es irgendwo in der Antarktis anziehen musst. Dann einmal, oh, wie süß! Das ist so für die Haare, dann habe ich bunte Haare. Das steht mir wunderschön bestimmt. Dann haben wir hier Lippenstift. Warum hast du nur Mädelsachen in dem Paket gepackt? Was soll ich mit einem Lippenstift? Soll ich mir das jetzt auf meine Lippen schmieren? Dankeschön für den tollen Lippenstift. Dann haben wir hier noch, der Lippenstift rollt weg. Ciao, Lippenstift. Dann haben wir noch mehr Haarspang von Frozen, auch wunderschön. Werde ich absolut nicht gebrauchen können. Was machen die Brés denn jetzt? Was ich noch nicht weiß, ist, dass dieses Paket mit ausschließlich Frauensachen, welche ich auch noch anprobiere, ein großer Fehler war. Und ich guck... Film? Weil plötzlich kamen Leute in einem Jeep auf uns zugefahren. Noch mehr Frozen Haarspangen und jetzt kommen gerade Leute auf uns zugefahren mit einem Jeep. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt vor mir wollen. Aber die stehen da mit einem Jeep relativ lange und gucken mir zu, wie ich mir Sachen in die Haare mache. Wir haben noch eine Badebombe. Vielen lieben Dank für die Badebombe, die ich absolut hier in der Wüste gebrauchen kann. Dankeschön, werde ich direkt benutzen. Dann haben wir noch totes Meer Schlammmaske. Was macht man hiermit? Reduziert das den ist wirklich Fettgehalt ein sehr interessantes Paket. 38% beugt Pickel und Mitesser vor. Was soll das denn jetzt heißen? Das werde ich mir nicht auf meine Haut schmieren. Das ist dann wie Sonnencremeschutz. Also, was ist Sonnencremeschutz? Könnt ihr das vor Sonne schützen? Wenigstens der Bart geschützt. Ich brauche, um meine Hände mit abzuputzen, weil diese Kacke klebt. Fühlt sich nicht anders an als Sonnencreme. Hätte ich mich auch direkt eincremen können am Anfang vom Tag. Ich bin gerade in Ägypten und ich mach weiß, mal schon ein bisschen die Leute für LGBTQ stehen, weil ich habe gerade Lippenstift drauf gemacht. Deswegen weiß ich nicht, ob ich noch safe zu Hause ankommen werde. Aber ist jetzt auch egal.
Wohin wollen die, Alter? Hier haben wir noch nicht geahnt, wie ernst die Situation noch wird. Was machst du? Was sagst du? Mal Donuts ziehen. Ich schwöre. Wir haben hier noch von DM, haben wir Balea Handcreme. Oh, vielen lieben Dank dafür, das kann ich sogar gebrauchen. Aber keine Sonnencreme! Wenn man ein Paket auspackt, muss man Hände eincremen vorher. Das ist ganz wichtig. Wo soll ich als nächstes Paket auspacken? Am kältesten Ort der Welt, in Japan, neben badenden Affen oder vor einer ägyptischen Polizeistation? Schreib's in die Kommentare, ich mach's wirklich. Ich okay, dann Kälte haben wir hier noch, am kältesten Ort der Welt, waren es da nicht jetzt erst minus 72 Grad oder so? Das wäre mal bestimmt interessant. Ich glaube, das sind so immer so minus 50, 52. Zaubershorts, das sind Unterhosen. Oha, wie cool. Ich schnarche nicht, ich vertreibe wilde Tiere. Das ist absolut korrekt. Sehe ich genauso. Das Problem gerade ist nur, dass mir immer noch zwei Leute in einem Jeep zuschauen. Aber das ist mir absolut egal. Guck, ob das gut aussieht. Wo ist denn die Rückseite davon? Was steht da? Ist das schön? Was steht da drauf? Ich schnarche nicht. Genau, so sieht's aus. Wir haben hier etwas, was eingepackt ist, in Löwen-Servietten. Ich hoffe, das ist keine Bombe, bitte lass es Wasser sein, Das ist kein Wasser, Ein Pokal! What? Was steht da drauf? Was für beste Mama der Welt? Was für meine Mutter? Ich bin in die Wüste gereist. Ich bin doch hierhin gefahren, um die Pakete auszupacken. Warum soll ich das jetzt meiner Mutter schenken? Sehr gut. Sie ist diejenige, die mich immer eingeschickt hat. Hast du wie ich's für nächstes Jahr schon mal Muttertagsgeschenk? Aber Dankeschön für beste Mama der Welt. Freut mich sehr, werde ich meine Mutter übergeben, wenn ich wieder zu Hause bin, ohne einen Sonnenbrand bekommen zu haben. Ich fliege morgen nach Hause. Wir haben noch Lippenstift. Oh, bin ich jetzt ein schönes Mädchen. Oh, wie süß. Vielen lieben Dank für den Nagellack, werde ich nicht hier benutzen, weil ich dann wahrscheinlich hinter Gitter komme. Dann haben wir nochmal Nagellack. Alter! Och, wunderschön. Vielen lieben Dank für den Nagellack. Und dann noch einmal. Das kriegst du doch so eigentlich gar nicht mehr ab ohne Nagellackentfernung, oder? Ich weiß es nicht. Oha! Das ist Thomas Gottschalk als Löwe. Ist das Löwenfutter von Thomas Gottschalk? Ja, natürlich ist das Löwenfutter. Das Hundefutter! Löwenfutter! Damit kann nicht jemand mir irgendwie was zu trinken geben oder so. Was soll ich hiermit? Da ist Flüssigkeit drin. Das ist Hundefutter. Das ist absolut ekelhaft. Scheiße, ich bin Vegetarier, verdammte Scheiße. Vielen lieben Dank für die tollen Sachen, hat mich sehr gefreut, absolut gar nicht. Kurzer Moment vergessen, dass man Vegi ist. Badeanzug kann ich leider hier nicht anziehen. Oh oh. Und dann stieg jemand aus dem Auto. Es hat sich herausgestellt, dass dies unser Guide war, der uns hier hingeführt hat, der übrigens sehr schöne, tolle Bilder von uns gemacht hat. No? Er ist zu uns gefahren, um uns zu sagen, dass die Polizei vorbeikommt jeden Moment. Was sehr schlecht ist, weil ich erstens unerlaubt filme, wir hier nicht sein dürfen und am allerschlimmsten nicht Lippenstift und Nagellack aufhabe. Keine Ahnung. Oh oh. Ich habe mich in dem Moment nur gewundert, wieso der Guide das jetzt nicht vorher gesagt hat und es so plötzlich kommt. Aber wenigstens kommt er noch vorbei, um das zu sagen, ne? Besser als wenn man es gar nicht sagt. Ja? 20 Minuten. 20 Minutes? Hä? Sorry? Ich hab den nicht gehört. We have to go right now. Was in der Regel kein großes Problem darstellt. Weil, wenn die Polizei kommt und sieht, dass man filmt, gibt man denen halt einen 100er in die Hand und sie sind weg. Why didn't you tell me? Wieso er aber jetzt auf einmal sagt, dass ich abhauen soll, ist wegen meinem Aussehen. Meine komplette linke Hand war voll mit Glitzernagellack und meine rechte Hand mit knallpinken Nagellack, welche ich auch nicht mehr abbekommen habe. Ja, ist klar. Was zu einem Problem führen kann, wenn die Polizei mich so sieht. Weswegen der Guide so plötzlich wollte, dass wir verschwinden. But we are in the middle of it right now, like 50 minutes. Ich war aber gerade mal beim ersten Paket und musste planmäßig noch drei auspacken. Ich habe mich dann kurzfristig entschieden, trotzdem weiterzumachen und nach langem Hin und Her mit dem Guide habe ich ihn überreden können, noch 10 Minuten hier die restlichen drei Pakete auszupacken. Ja, ein paar Minuten habt ihr jetzt schon verloren. Ein Sandsturm, welcher alle Sachen weggeblasen hätte. Das ist geil. Die Zeit tickt. Warum sagt der Bre das nicht? Ich glaube ihm das irgendwie nicht. Ah, verdammt, Alter.
bitte beeil dich. Bitte Wind, bitte, 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 bitte Wind, bitte Wind, bitte Wind, bitte Wind, bitte Wind. Oh, verdammt, bitte Wind, bitte, bitte. Jan, kannst du im Wüstensturm überhaupt gehen? Bitte. Fahren die da echt durch die Wüste und kontrollieren? Ja, krass. Polizei, ich muss jetzt schnell fertig werden. Darf man da ab einem bestimmten Zeitpunkt echt nicht mehr in der Wüste sein? Es gibt wirklich viel zu viele Regeln, um den Ort erst recht zu meiden. Du bläst gerade viel zu hart. Bitte Wind, bitte auf, bitte auf, bitte auf, bitte auf. Okay, ich versuche es einfach mal direkt weiter zu machen. Was mit manchen Ländern nur los ist? Homosexualität verhaften? Im Moment, was ist da los, Mann? Dieses Paket ist von, keine Ahnung von wem das ist, ich mach's einfach auf. Bitte lass da Wasser drin sein, bitte lass da Wasser drin sein, bitte lass da Wasser drin sein. Wow, da ist was Flüssiges drin, aber kein Wasser. Zuerst haben wir einen Brief. Ich habe diesen Brief absolut zerrissen. Ich hoffe, man kann es noch irgendwie entziffern. Moin Elias, der hübsche Boss. Mit dieser Fan, bla bla bla, 5 Euro Versandkosten. Dankeschön, vielen Dank für den Brief. Dann haben wir einmal, oha, wie süß, ein Hund. Oh, wie süß. Wow, ich dachte, der steckt mir jetzt auch in die Mülltüte. Bitte erlöse mich vom Schmerz. Dann haben wir noch einen Hase, einen Lindhase. Guck mal, die küssen sich. Ist doch. Aber wow. die sind beide schwul. Ist aber das ist verboten hier. Aber ich mach's trotzdem, weil ich bin gegen homophob. Früher als Kind wollte ich immer zu Ostern diese Schokohasen haben mit der Glocke drum. Aber nur wegen der Glocke. Dann haben wir noch einen Oktopus. Boah, guck, der ist böse. Boah, von denen haben sich auch 1000 Stück. Das ist, ich habe mir auch so einen Automaten gezogen, wo ihr Rummel war. In den Emiraten. Dankeschön. Dann haben wir noch einen grünen Pikachu, auch super cool. McDonalds-Socken. Pikachu ist wahrscheinlich abgelaufen. Wunderschön. Hi. Hallo. Einfach diese McDonalds-Weihnachtssocken. Bitte Winter auf, ich hab nur noch 10 Minuten. Nein, ich hab nur noch 10 Minuten, um diese Pakete auszupacken, sonst wäre alles umsonst gewesen, wenn ich die Pakete jetzt nicht auspacke. Wir haben hier dann noch ein Radio. Oha, bin ich gespannt. Kann ich hier mit ägyptisches Radio hören jetzt? In der Wüste? Was? Bitte lass es keine Mandarine sein, bitte lass es keine Mandarine sein, bitte lass es keine Mandarine sein, bitte lass es. Es ist eine Mandarine! Die Mandarine ist noch gut! Ja. Oh, sorry, war gut. Wenn man so mit Schale isst, dann. Und noch ein. Na, wie ist denn da drüben? Bitte flieg mir nicht weg. Hm? Bitte flieg mir nicht weg. Hm. Noch ein Minecraft-Buch. Und Alter! So, dann packe ich direkt das nächste Paket aus. Das ist dieses hier, das relativ. Also, ich sag mal, so eine Zeitung bei Sturm ist keine gute Idee. Ich bin gespannt, was da drin ist. Das ist auch gut eingepackt. Wir haben nur noch 5 Minuten Zeit, bis die Polizei kommt. Und dann haben wir auch den Rekord gebrochen mit den 20 Die werden dann wohl erst die Kontrolle anfangen, ne? Gehst du dann trotzdem, dauert ja auch nochmal eine Weile. Aber die Brees da im Jeep machen immer noch Stress. Wenn die Polizei kommt, werde ich ehrenlos verhaftet. Ich habe Lippenstift und Nagellack. Bitte mach das Paket schnell auf, bevor die Polizei kommt. Bitte mach das schnell auf. Nur noch ein letztes. Wir haben hier in diesem Paket... Digga, was? Willst du mich verarschen? Sand! Da ist Sand drin! Ich geh doch nicht in eine Wüste, um Sand zu bekommen von irgendjemandem! Hier ist überall Sand! Dann haben wir noch das allerletzte Paket, das ist Sand. Dieses hier. Wow! Wir haben hier einmal eine Kappe. Das kann ich sogar gebrauchen. Vielen lieben Dank dafür. Da ist Sand drin! Dann habe ich hier noch drin eine Ente, die geköpft wurde. Vielen lieben Dank für die Ente, die schon tot ist. Noch ein Ball, was auch immer ich hiermit jetzt anfangen soll, mitten in der Wüste. Yu-Gi-Oh! Karten, sehr, sehr, sehr cool. Ich komme mit Yu-Gi-Oh! Heute gar nicht mehr klar. Ich habe mir als dieses neue Switch-Spiel rauskam, das habe ich mir geholt, ich komme nicht mehr klar. Ich komme einfach nicht mehr klar damit. Früher war es einfach, jetzt keine Ahnung mehr. Ich werd dauernd fertig gemacht. Werde ich mal gucken, ob die irgendwie einen Wert haben. Werde ich jetzt hier einblenden, wie viel Wert die haben. Bra. Vielen lieben Dank dafür. Und dann haben wir zu guter Letzt noch einen Brief. Hallo Need to Know. Wir finden deine Videos sehr lustig und deswegen schicken wir dir dieses Paket. Ich hoffe, es gefällt dir. PS, darf der Kevin spielen kommen? Nein, darf er nicht. Dankeschön für das wunderschöne Paket, für die toten Enten, für die Yu-Gi-Oh! Karten, die bestimmt sehr viel wert sind. Vielen lieben Dank. Und ich glaube, hiermit habe ich die 20 Minuten überstanden. 20 Minuten sind um. Ich muss jetzt meine Mutter noch anrufen, gucken, was die sagt. Wenn ich hier jetzt es überstanden habe und es ihr beweise, dass ich die 50 Grad 20 Minuten lang ausgehalten habe. Niemand übersteht das ohne Sonnenbrand. Hi Mama, ich bin noch in der Wüste. Doch, ich habe jetzt übersteht alles ausgepackt. Jemand, alle Pakete wurden ausgepackt, hier ist ein Hund. Na Gott sei Dank. Hier ist ein Hund. Was ist, Elias? Elias, was ist los? Ist was passiert? Ich bin ehrlich, es tut so weh.
Elias? Es tut so weh, meine Haut ist den ganzen Tag am Brennen. Ich kann nicht mehr. Elias, hast du dich nicht eingecremt? Du hast recht gehabt, Mama. Hast du dich nicht eingecremt? Elias, komm. Oh mein Gott, was ist das für ein bisschen gerade weh. Elias, creme dich bitte jetzt ein. Ja, ist okay. Na, jetzt, wenn du Sonnenbrand hast, bringt's auch nicht mehr viel. Und mach, dass du da wegkommst aus der Sonne. Ich hab so Durst, ich will nach Hause, Mama. Ich will nach Hause. Komm, bitte. Okay. Komm jetzt da weg. Komm nach Hause. Einfach auf viel Licht. Das Risiko, Hautkrebs zu bekommen, wenn man einmal oder mehrere Male einen Sonnenbrand bekommen hat, verdoppelt sich oder wenn nicht sogar verdreifacht sich das Risiko auf Hautkrebs. Und genau deswegen will ich auch lieber immer Sonnencreme. Erstens, weil ich mal so einen krassen Sonnenbrand hatte, dass ich keinen Bock mehr habe, so einen Sonnenbrand zu kriegen. Und zweitens, weil ich echt keinen Bock habe auf Hautkrebs. Und deswegen, ja, ich, wie gesagt, ich finde an Sonnencreme gar nicht so schlimm. Nur hört auf eure Mutter und cremt euch ein.